bisschen neues Setting aufgebaut. Mal schauen, wie es klingt. Könnt ihr mal sagen. Wir müssen noch ein bisschen dran rumfallen. Wir sind halt leider keine Technik-Nerds, aber wir arbeiten uns Stück für Stück vor. Und irgendwann wird das auch fehlerlos funktionieren. Irgendwann wird es mal einen Stream geben mit vernünftiger Audioqualität. Ja. Eins unserer großen Ziele. Dann würde ich sagen, warten wir ein paar Minuten, bis ein paar Leute reinkommen. Ja, generell wollte ich dich eh schon mal fragen, was verbindest du so mit dem Thema Napoleon? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, oder was generell hältst du von dem Thema Napoleon? Finde ich mega interessant, Napoleonische Kriege ist für mich auch so ein bisschen Lokalgeschichte. Hier waren ja, Hamburg war ja wieder ein Einzelfall, was napoleonische Besetzung angeht, also Hamburg und Umgebung. Und natürlich jetzt bei mir in der Gegend ganz, ganz groß Lützower Jäger. Ja. Lützow ist ja hier auf der Ecke, das ist ja hinter Schwerin. Ja. Ist Richtung Gadebusch raus. Ja. Und ich muss jetzt gerade mal gucken, wie diese Schlacht hieß. Es gab auf jeden Fall bei euch die, oh, das hatten wir doch in dem einen Video von dem 1806-Soldaten bei PW History. Du Ja. meinst ja, wo Blücher kapituliert hat, das war bei euch in der Gegend. War Blücher hat das? bei uns kapituliert? Nee, garantiert nicht. Doch, doch, Blücher hat Ja. kapituliert. Ich glaube, das war bei Lübeck. Ich gucke es mal kurz nach. Also wer hier, ich weiß nicht, ob der Name was sagt, Eleonore Prochaska. Berühmt wurde die Freiheitskämpferin Eleonore Prochaska, die im unbedingten Widerstandswillen gegen Napoleon als Frau unerkannt im lützowischen Freikorps gekämpft hatte. Während der Schlacht um die Göhrde oder Schlacht an der Göhrde wurde sie verwundet. Am 5. Oktober 1813 erlag sie im Privathaus in Dannenberg, Lange Straße 32, ihren Verletzungen. Eine Tafel am Haus erinnert daran. 2 Tage später wurde sie mit militärischen Ehren auf dem Sankt-Annen-Friedhof beigesetzt. Alle 2 Jahre wird bei Lüben zwischen Dahlenburg und Göhrde die historische Schlacht als Reenactment am Ort des damaligen Geschehens nachgestellt. Ach krass. Ja. Bei uns liegt ja noch ein französischer General auf dem Friedhof. Ah ja. Weiß auch nicht welcher, ne? Warte, kann ich dir gleich sagen? Kurze Korrektur. Also tatsächlich ist Blücher in Lübeck gewesen, ist aber noch ein Stück weiter, hat sich noch ein Stück weiter zurückgezogen und hat in Rathekau kapituliert. Ratekau oder Ratenau? Rathekau. Ratekau. Nur sagt mir jetzt nichts Bei tatsächlich. Lübeck. Ja. Da musste er dann. Aber er hat es ein bisschen so dargestellt, er hat irgendwie in diesem Papier, was er unterschrieben hat, hat er darauf verstanden, dass er drin steht, dass er kapituliert hat, weil er keine Munition und keine Nahrung mehr hatte, nicht weil er nicht weiter kämpfen wollte. War das nicht im feinsten Blücherdeutsch geschrieben? Ich kapituliere, weil ich keine Munition nicht mehr habe. Das kann gut sein, ja. Blücher war Analphabet. Ja. War Ein praktizierender ja. Analphabet und wirklich in einem seiner Befehle, das war, glaube ich, dieser Kapitulationsbefehl, da hat er geschrieben: Ich kapituliere, weil ich keine Munition nicht mehr habe. Ja. Und der General, der hier gefallen ist, das ist Joseph Morand. Ah, ja, okay. Joseph Ich Morand. gerade schon gesehen, es gibt hier gerade schon Kommentare. Paul Krüger bestätigt nochmal, ja, das war die Schlacht von Lübeck, 1806 gegen Bernadotte. Ja, genau. Peter, was haltet ihr von dem Film Waterloo 1970? Da werden wir bestimmt gleich nochmal was zu sagen. Und Amika Barker, sehr, sehr geil. Hallo, ihr zwei, heute was über Napoleon, morgen wohl auch der französische Nationalfeiertag wäre. Geht es um den nächsten Golfkrieg? Ihr seid schon Nasen. Aber ich freue mich Aber da sind trotzdem. auch Franzosen mit bei, also das zählt. Das zählt. Und genau, wir wollten heute über Napoleon reden, weil das wird nicht so ein ultra langes Video werden. Das ist ja nur eine Trailer-Analyse. Und Und die Franzosen, soweit ich weiß, spielen sogar eine relativ wichtige Rolle im ersten Golfkrieg, ne? Im ersten Irakkrieg. du meinst den zweiten Golfkrieg? Ja, im zweiten Golfkrieg, im ersten Irakkrieg.
Ja. Operation Desert Storm. Ja. Das ist die linke Flanke, glaube ich, war das, ne? Ich habe die Karte noch grob im Kopf, ja, das kann sein, ja. Ich habe sie sogar eigentlich hier im Stream, aber ich will jetzt den Stream das nicht versauen, aber ja. Dann würde ich sagen, dann lass uns doch gleich mal anfangen. Ich muss hier nämlich noch was hinzufügen, wie ich gerade gesehen habe. Sehr gut, dass mir das jetzt noch eingefallen ist. Jo. Aber wir sind ja noch im Vorbereitungsmodus hier. Aber ich kann dich mal fragen, was hast du denn heute gegessen? Irgendwas, was so Napoleon passt? Crepe. Ohne Scheiße, ich habe Crepe gehabt. Okay, ich habe ja auch zu, ich habe einen Eierkuchen hier gehabt. das gilt. Auch wenn. Crepe und zum Frühstück hatte ich, lustigerweise hatte ich Croissant. Kein Witz. Besser wäre eigentlich Kartoffel, Bratkartoffel mit Zwiebeln. Das war sein Lieblingsgericht. Das wäre natürlich noch besser gewesen, aber das nehme ich auch sehr gerne. Sehr schöne Sache. So, dann kann ich das jetzt hier einfügen. Huhn Marengo soll Napoleons Lieblingsessen gewesen sein. Aha. Huhn Marengo. Huhn Marengo. Ist das nicht eher ein Gag? Ich weiß es nicht. Also, Huhn Marengo. Also ja. Es gab ja die Schlacht von Marengo. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Gag ist, der damit zu tun hat oder ob es tatsächlich ein Huhn Marengo gibt. Legende. Napoleon besiegte am 14. Juni 1800 die Österreicher bei Marengo. Das französische Ragout Marengo wurde ihm angeblich nach dieser Schlacht serviert. Es besteht aus Huhn mit Tomate, Knoblauch, Weißwein, Krebsen und gerösteten Weißbrotscheiben. Okay. Gut, das na gut. Glaub ich, so wie Beef Wellington, glaube ich, denke ich mal, ist das, ne? Dann würde ich sagen, dann lass uns doch mal anfangen mit dem Intro und dann sehen wir uns nach dem Intro gleich wieder, oder? Ja. Ja, dann bis gleich nach dem Intro. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe History Behind. Und heute geht es um einen von mir sehnlichst erwarteten Film, nämlich Napoleon. Der hatte schon ein paar Arbeitstitel gehabt. Ich glaube, einer von den Titeln war sogar Marengo. Und der andere Titel war Kite Back. Weil es gibt so ein bisschen diesen Spruch, jeder Soldat hat einen Marschalls Stab in seinem Tornister und daher ist das, also Kite Back, daher ist das abgeleitet. Und der Film wurde gemacht, der ist scheinbar schon fertig gedreht, von Ridley Scott und in der Hauptrolle ist Joaquin Commodus. Phoenix. Genau. Und die beiden haben ja schon mal zusammengearbeitet bei Gladiator. Deswegen ist das an sich eine super coole Sache und ich war wirklich, als diese Info gedroppt wurde, das war schon Ende 2020 war das schon, habe ich das erste Mal davon gelesen und dachte so, weil es hieß nämlich, dass... Das gesäufaced, ne? Auf jeden Fall. und es hieß nämlich, dass der Film beruht, oder sag ich mal, für den Film haben sie das Material rangezogen, was Stanley Kubrick für seinen Napoleon-Film zusammengesucht hatte. Für alle, die es nicht wissen, Stanley Kubrick hat einen riesigen Aktenschrank angelegt, nur mit Unterlagen und Ordnern und Informationen über Napoleon und wollte ein Napoleon-Epos drehen. Und als er damit anfangen wollte, hat er erfahren, dass Sergei Bandarchuk Waterloo gedreht hat. Daraufhin hat er gesagt, okay, dann kriege ich kein Studio mehr, was mich jetzt finanzieren wird. Das heißt, ich mache stattdessen Barry Lyndon. Auch ein cooler Film, aber natürlich cooler gewesen, wenn er Napoleon gedreht hätte.
Und so kam es halt, dass jetzt dieser Aktenschrank existierte und ich glaube, sein Sohn auch das so ein bisschen mit verwaltet hat. Und Ridley Scott hat sich dann mehr oder weniger mit dem Sohn in Verbindung gesetzt und hat gesagt, hey, ich würde da gerne was in die Richtung drehen. Und der Sohn hat mit gesagt... Fjodor ist das denn, ne? Der auch Chocholl gespielt hat in die neunte Kompanie. Welcher? Was? Der Sohn von Fjodor Bondarchuk ist der Sohn von Sergei Bondarchuk ist Fjodor Bondarchuk und das ist der, der Chocholl gespielt hat in die neunte Kompanie. Ach so, aber ich sprach jetzt gerade vom Sohn von Stanley Kubrick. Ach so. Der verwaltet diese Akten. Aber nette Side-Info auf jeden Fall. Genau. Ja, so kam es dann, dass dieser Film gedreht wurde und verrückterweise, man hat so gut wie keine Informationen darüber gefunden. Ich habe wirklich alle zwei Wochen immer gegoogelt, gibt's was Neues? Und es gab dann irgendwann, hat jemand mal, ich weiß nicht, ob das irgendwelche Touristen waren, die haben von einem Hügel runtergefilmt, wie so eine Gruppe Soldaten einen Hügel abwärts runterrennt. Und da dachte ich mir halt so, okay, das sieht ja aus wie Italienfeldzug, okay, interessant, sieht ja schon mal geil aus. Dann gab es ein paar Bilder, dazu, von dem Dreh und so weiter, und zwar noch in der Corona-Zeit. Ja, und da muss ich schon sagen, die sahen ganz cool aus, aber wie gesagt, keine Information. Und vor ein paar Tagen, ich google einfach mal so, Napoleon, das ist was Neues, es gibt einen Trailer. Ich so, oh Gott, Licht rausgemacht, meinen Fernseher hier angemacht, alles so, okay, Schnauze. Trailer geguckt und ja, ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, ich habe den Trailer einmal geguckt, und war halt total begeistert. Und dann habe ich ihn ein zweites Mal ein bisschen dann genauer geguckt. Und das würde ich gerne mit euch jetzt auch nochmal machen, dass wir hier uns so ein bisschen durch den Trailer durcharbeiten. Und ich nehme es gleich schon mal vorweg. Beim zweiten Gucken bin ich doch relativ stark ernüchtert, schlagartig. Weil mir ein paar Sachen aufgefallen sind, die eigentlich überhaupt 0,0 cool sind. Die eigentlich in einem Napoleon-Film nichts zu suchen haben sollten. Ja. Würde ich sagen, schauen wir einfach mal zusammen rein. Sie haben zwei. So, wir haben jetzt gerade die Szene gesehen, wo eine Frau hier auf so einem Karren in den Innenhof gefahren wird und man kann sofort an den Haaren und so weiter sehen, man sieht es später auch nochmal genauer. Das ist Marie Antoinette. Und was mir da als allererstes aufgefallen ist, ist halt, wie die Leute halt da eskalieren. Und ich dachte halt so, okay. Beim zweiten Gucken ist mir dann aufgefallen, die Leute beschmeißen sie auch mit Sachen. Und never ever ist das passiert. Nie und nimmer. Das ist immer noch die Königin von Frankreich, auch wenn sie da jetzt guillotiniert wird. Alles, was ich darüber gelesen habe, ist es so, dass die Leute relativ ehrfürchtig waren. Weil man war sich schon darüber im Klaren, man köpft jetzt hier trotzdem, trotz allem eine Königin. Und die Leute haben noch nie eine Königin gesehen. Und die wird da reingefahren. Es war sogar relativ ruhig, als sie guillotiniert wurde. Und sie wurde auch, ich sag mal, beschrieben als sehr erhaben, wie sie da reingegangen ist, anders als es hier im Trailer so ein bisschen dargestellt wird. Und sie war in Anführungszeichen relativ gefasst dafür, dass die aufs Schafott geführt wird. Aber machen wir mal eine Sekunde weiter. Sie haben zwei. Ja, wir sehen jetzt hier einen Salon und ich bin ganz stark der Vermutung, dass der Mann links dass das Paul Barras ist oder Paul Barras, einer der Mitglieder des Direktoriums. Frankreich wurde zu der Zeit von, nach dem großen Terror durch Robespierre, wurde es von einem Direktorium regiert und einer dieser Direktoren war Barras und das war der sogenannte Wohlfahrtsausschuss, der Frankreich regiert hat. Also die hatten immer so sehr witzige Namen, sage ich mal, für das, was sie da gemacht haben. Genau, und er sagt jetzt quasi, dass man hier ein Exempel statuieren will und diskutiert da scheinbar mit Napoleon. So wirkt es jetzt in dieser Szene, dass es da um diese Ermordung von, oder die Hinrichtung von Marie Antoinette geht. Was ein bisschen weird wäre, wenn die zu der Zeit schon was miteinander zu tun gehabt hätten. Aber gut, schauen wir weiter. Ohne das Chaos auf den Straßen gesehen. Ja, hier sehen wir jetzt nochmal diesen großen Platz. Ich weiß nicht, ob das der
Das ist, glaube ich, nicht, soll nicht der Tuilerienpalast sein. Ich bin mir nicht sicher, welcher Palast es sein soll. Da kann ich nur mal empfehlen, schaut euch mal die Reihe an, die Französische Revolution. Die ist da deutlich besser, wie sie das dargestellt hat. Wirklich eine fantastische Reihe. Wir werden ja auch nochmal über die Französische Revolution sprechen. Da werde ich sicherlich auch viel von diesem Film erwähnen, weil das ist wirklich ein absolutes, unterschätztes Meisterwerk, was die da geleistet haben. Diese Zeitspanne da irgendwie sinnvoll zu erklären. Ja, gehen wir mal weiter. Das war das, was ich eben meinte. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt hier Strong Women Wir müssen sein hier weg. soll. Wie sie da so lang geht und so, oh, bewerft mich ruhig mit eurem Schmutz. Die ist nicht beworfen worden. Auf keinen Fall. Du klingst schon so wie Geschichtsfenster. Ja. diese Szene hier, die wir jetzt als nächstes sehen, die kann ich nicht ganz einordnen. Ich vermute, es könnte die Szene sein, wo sie Napoleon versuchen zu überreden, entweder, dass er den Aufstand niederschlagen soll. Ich habe jetzt gerade ein bisschen das Problem, dass ich das ohne Ton hören muss. Ich höre das jetzt gerade, ich rekonstruiere das gerade aus dem Gedächtnis. Oder es könnte auch die Szene sein, wo sie darüber reden, weil das im Hintergrund könnte sein Bruder Lucien sein. Das erkennt man hier an dieser Schärpe. Lucien war nämlich der Präsident des Abgeordnetenhauses. War das nicht der, der Napoleon überredet hat, den Putsch zu starten? Genau, und das könnte die Szene sein, wo sie mit ihm darüber reden und ihm sagen, wir müssen hier was verändern, wir wollen hier diesen Coup starten. Was ein bisschen seltsam wäre, weil hier vorne sitzt Paul, ich glaube, das ist dann trotzdem Paul Barras. Oder es sind halt zwei der Direktoren, das weiß ich halt nicht genau. Aber das hintere könnte eigentlich Lucien, Napoleons Bruder sein, wegen der Schärpe, die wir hier sehen. Da würde es mich aber wundern, warum Paul Barras hier im Vordergrund sitzt. Weil bei diesem Coup ging es nämlich genau darum, Paul Barras und seine Kollegen abzusetzen und eine neue Regierung zu konstituieren. Tempel statuieren oder Frankreich wird fallen. Hier sehen wir das nächste von Was würden Sie tun, wenn der Marie Auftrag zu ver Antoinette. Und ich sage mal, es ist vielleicht ein bisschen fragwürdig, ob Napoleon wirklich bei dieser Hinrichtung dabei war. Aber das wäre jetzt, sag ich mal, nur eine künstlerische Freiheit, die ich jetzt noch verzeihen könnte. Hier ist eine ganz interessante Szene. Wir sehen hier nämlich schon Napoleon als General und er hat auch diese Schärpe um den Bauch, die französische. Und meiner Einschätzung nach ist das hier vorne, das muss ich gerade überlegen, das ist auch Paul Barras. Und es könnte entweder die Situation sein, wo er ihn halt bittet, dass er den Aufstand niederschlagen soll. Ich glaube, er sagt nämlich auch sowas in der Art, weil zu der Zeit haben sich nämlich Royalisten formiert in der Stadt und zusammengerauft, und um einen Aufstand zu planen, was in der Trailer auch ein bisschen komisch dargestellt wird. Also die haben sich wirklich bewaffnet und deren Ziel war es, quasi alle Abgeordneten zu töten und den König wieder zu installieren. Aber der Genau. König war doch tot, oder nicht? Also den nächsten König, Louis den 18. Ich weiß nicht, welcher das war. Also der Ludwig der 16., den gab es ja. Aber es gab ja noch mehrere. Es gab ja noch, und es müsste Ludwig der 18., glaube ich, gewesen sein, dass sie Was ist den denn auf den mit Thron Ludwig dem setzen wollen. 17. passiert? Das war eigentlich der Sohn, theoretisch, von Louis Caton, also von Ludwig dem 16. Und es müsste eigentlich sein Sohn gewesen sein, aber den haben sie dann irgendwie zum Bürgerlichen gemacht und haben den quasi Nee, in eine der ist mit 10 Pflegefamilie gestellt. gestorben, sehe ich gerade. Ach, stimmt, du hast recht. Ihr Sohn ist nämlich gestorben an einer Krankheit. Ich glaube, er hat noch andere Kinder gehabt, die sind in Pflegefamilien gesteckt worden. Aber sein Sohn ist gestorben, genau. Und dadurch müsste quasi sein, ich weiß nicht, was das denn war, ob das sein Onkel ist oder sowas, der dann Ludwig der 18. wird. Da kann man ja mal ganz kurz gucken. Ludwig der 18. Wer das gewesen ist. Das ist auf jeden Fall der, der später auch auf dem Thron sitzt, nachdem Napoleon abgesetzt wurde. Genau, Ludwig der 18. Und er war der, finde ich, da. Er war der Enkel von Ludwig dem 15. und er war der Bruder von Ludwig dem 16. Aber denen sind ganz schön viele Kinder weggestorben. Ne? Ich sehe hier gerade Louis-Joseph Javier François de Bourbon, der ist auch gestorben mit 8 Jahren. Ja. Ich nehme mit 7.
Also, gestorben an Rachitis. Tatsächlich war es auch so, dass er relativ lang, sag ich mal, keine Kinder hatte. Und man so ein bisschen gemunkelt hat, ob er irgendwie zeugungsunfähig ist oder seine Frau unfruchtbar. Und man hat, ich glaube, jetzt der aktuelle Stand ist, er hatte wohl eine Phimose, also eine Vorhautverengung. Deswegen war ihm der Beischlaf nicht sehr angenehm. Als man die dann behoben hat, ist er doch freudiger ans Werk geschritten und hat dann tatsächlich mehrere Kinder gezeugt. Mit Marie Antoinette. So, schauen wir mal. Marie Antoinette galt ja auch als sehr attraktive Frau, also. Ja, definitiv. Definitiv. Auch wenn sie von einem einfachen Volk die österreichische Hure genannt wurde und alles Mögliche. Aber das hat obwohl, es gab ja auch, ich glaube, anfangs war die doch recht beliebt, ne? Das war doch erst, wo sie den halben Staatsschatz für irgendwelchen Unsinn ausgegeben hat, wo sie dann an Popularität verlor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, beliebt ist vielleicht übertrieben, aber man hatte nicht so eine Ressentiments gegen sie. Das kam dann halt wirklich später, sehr viel später, dass sie dann wirklich extrem unbeliebt wurde. Weil sie hat auch ein paar harte Sachen gesagt. Wie sollen sie doch Kuchen essen? Also das ist relativ überliefert. Das ist ein urbaner Mythos, habe ich neulich erst gehört. Das ist aus einem Theaterstück, das wurde geschrieben, bevor sie Königin von Frankreich wurde. Warte. Ich habe das nämlich letztens auch gelesen. Sie hat nicht gesagt, sollen sie doch Kuchen essen. Weil als dieses Stück geschrieben wurde, war Marie Antoinette ein kleines Mädchen. Hm? Wie war ein kleines Mädchen? Na, als dieses Theaterstück geschrieben wurde, in diesem dieser Satz fällt, war Marie Antoinette noch ein kleines Mädchen und war in Wien. Ah, okay. Gut zu wissen. Okay, cool. Danke für den Hinweis. Ich hatte das nämlich nur letztens mal gelesen, das war so ein Artikel, der sich damit auseinandergesetzt hat, ob das ein Mythos ist. Und tatsächlich hat sie das nicht so gesagt, aber sie soll was anderes gesagt haben, was daran erinnert hat. Jetzt muss ich kurz mal erinnern. So ähnlich wie bei Braveheart mit der Königin, was, wenn die Zeitlinie wirklich so abgelaufen ist, dann wäre William Wallace ein zeitreisender Pädophiler gewesen. Ja, genau. Ich muss es nochmal nachtragen, aber das machen wir dann, wenn es um sie geht. Aber das kann durchaus sein, dass du recht hast. Ich glaube, sie hatte es gesagt, aber da war sie jünger, als sie das mal gesagt hat, ne? Da war sie nämlich irgendwie, wie du gerade meintest, da war sie 10 Jahre alt und da soll sie sowas gesagt haben wie, ja, wenn die Leute kein Brot haben, dann sollen sie halt Brioche essen. So. Quillis mangeant de la broche. Die Geschichte geht so, in den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts, als Frankreich durch eine Finanzkrise und Hunger geplagt war, zog das Volk aus Paris auf den Hof nach Versailles, um zu protestieren. Man forderte Brot. Marie Antoinette, die sich erstaunt erkundigte, was die Leute wollten, hörte, es gebe kein Brot. Quillis mangeant de la broche. Soll ihre Antwort gewesen sein. Zu Deutsch, dann sollen sie Kuchen essen. Schon die Übersetzung ist nicht ganz korrekt. Eine Broche ist eine Art Kuchenbrot aus Hefeteig, keine üppige Torte. Das Zitat bleibt an der Marie Antoinette hängen. Es kennzeichnet zu schön die Melange aus Unbedachtheit und Dekadenz, aus Korruption und adligem Hochmut. Aller Orten wurde und wird es wiederholt, auch von Schullehrern. Deutsche Leser lernten es früh kennen, der Kuchenkausus taucht in Erichs Kästen das zauberhaften Pünktchen und Anton aus. Queen singt davon in Killer Queen. Naja. Also, was ich definitiv weiß, ist, dass sie später in Briefen immer wieder darüber gesprochen hat, wie schlimm das eigentlich ist, dass die Leute hungern. Genau. Und man hat ihr quasi mehr eher zur Last gelegt, dass sie, sag ich mal, sehr krasse Kleider getragen hat, immer sehr schöne Frisuren hatte, aber das hat ja quasi nichts mit ihr zu tun direkt, sondern das war einfach die damalige Mode und als Königin musst du dich halt auch ein bisschen dementsprechend kleiden und das war eher ihrem Mann zuzuschreiben, der halt unfähig war und auf die Bedürfnisse der Leute zu reagieren. Okay, ja, vielen Dank für den Einwand, Marvin. Hier. Du hast wahrscheinlich recht. Hier, warte. Auch der Kuchenspruch ist nachweislich nicht ihr zuzuschreiben. Es fehlt jeglicher Beleg, wann Marie Antoinette es zu wem gesagt haben könnte.
Vielfach gibt es dagegen Briefstellen, in denen sie sich für die Notleidenden ausspricht. Schließlich findet sich der Satz in den Memoirien des Philosophen Jean-Jacques Rousseau. Endlich erinnert mich mich des Notbefehls einer großen Prinzessin, der man sagte, die Bauern hätten kein Brot, und die antwortete, dann sollen sie Bräusch essen. Rousseau schrieb dies in den 60er Jahren, als Marie Antoinette gerade 10 Jahre alt in Wien lebte und keinesfalls die große Prinzessin in Paris war. Interessant. Veröffentlicht wurde das Buch 1782, als Marie Antoinette bereits unter fortgesetztem Verschwendungsverdacht stand. Nein. Da seht ihr es. Deswegen meinte ich, die war noch ein Kind, als dieses, als dieses Ding geschrieben wurde. Ah, super, vielen Dank für die Aufklärung. So, machen wir hier weiter. Genau, also Napoleon sollte auf jeden Fall diesen, wir sind darauf erst gekommen, ich glaube, bei Ludwig dem 18., ne? Genau, Napoleon sollte dann diesen Aufstand der Royalisten niederschlagen. Und gucken wir mal weiter. Verteidigung an Sie übertragen würde. Genau, und das Besondere war, bei diesem Aufstand, hier wird es halt nicht gezeigt, also ich verstehe es nicht, warum sie es nicht zeigen. Hier wird es so dargestellt, als ob die Leute, weiß ich nicht, da unbewaffnet hinmarschieren, aber die sind mit Musketen anmarschiert und haben sogar auf die Soldaten geschossen. Und Napoleon war zu der Zeit General der Artillerie oder Befehlshaber der Artillerie. Und Barras hat ihn mehr oder weniger damit beauftragt, diesen Aufstand niederzuschlagen. Und es war halt Napoleons Idee, in den Straßen von Paris Kanonen einzusetzen, was eigentlich ziemlich krass ist, wenn du mal überlegst, du musst einen Aufstand niederschlagen und bringst hier schwere Artillerie in die Stadt. Erinnert so ein bisschen an die Freikorps, ne? Ja, die haben ja sowas auch gemacht, genau. Ja, das war ein bisschen krass. Und er wurde dann auch als schlechter bezeichnet und hat ihn nicht überall beliebt gemacht, was er da gemacht hat. Und er hat den Aufstand halt relativ eiskalt niedergeschlagen mit Hunderten von Toten. Und ja, hat ihn nicht sonderlich beliebt gemacht. Und ich glaube, wie hat man ihn da genannt? Irgendwie sowas, den Schlechter von Vendemeer oder so. So hieß dieser Monat. Ja. Die haben doch den während der Revolution den ganzen Kalender umgeschrieben, ne? Genau, die haben den kompletten Kalender umgeschrieben und haben da irgendwie ihren eigenen Revolutionskalender rausgebracht. Warum auch immer, aber ich glaube, das macht jede neue Revolution, muss irgendwas ganz Gewaltiges verändern und was Neues einführen. Und hatten die Sowjets auch, die wollten den Sonntag auch, abschaffen. Ah ja, okay. Ja, wie dem Meer war das. Ja. 13. Widimer, 5. Oktober 1795 im französischen Revolutionskalender. Ja, ja. Ja, zum Dank, dass er diesen Aufstand niedergeschlagen hat, wurde er zum Divisionsgeneral ernannt. Und Barras hat ihm dann mehr oder weniger das Kommando über die Italienarmee anvertraut. Und man ist sich nicht ganz sicher, noch kurz zu Ende gesprochen, warum er das gemacht hat. Also einmal natürlich, weil Napoleon als Oberbefehlshaber der Armee des Inneren hatte er schon Pläne geschrieben für den Italienfeldzug. Und das andere Ding war halt, er war halt eine relativ einflussreiche Persönlichkeit schon geworden innerhalb von Paris. Und man ist halt immer schlecht, wenn du einen einflussreichen Militär hast, der in deiner Stadt rumhängt. Besser ist, du schickst ihn woanders hin, damit der nicht auf dumme Ideen kommt. Ja. Grüße gehen raus nach Moskau. Ja, genau. Du hast gerade noch was sagen. Ja, Barras, übrigens, der Ausdruck zum Barras gehen, also zur Armee, kommt von dem Barras. Ah, okay, interessant. So, ich mache mal weiter. Ich versprach Ihnen enorm. So, ich bin mir nicht ganz sicher, wo diese Szene stattfindet. Entweder ist es an dem Morgen nach dem Aufstand und er redet hier mit Paul Barras. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wo das sein soll oder ob es kurz vor seinem Aufbruch ist oder am Morgen, bevor dieser Aufstand stattfindet. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Erfolge. So, hier sehen wir jetzt eine Party. Also ich hatte zuerst, mein erster Gedanke, es ist irgendwie bei Madame de Stael im Salon, aber das kann eigentlich nicht sein.
Wahrscheinlich ist es eine Party, die, ich nehme mal an, von Paul Barat ausgerichtet wurde. Der hat nämlich, wie soll ich das jetzt sagen? Also Regierende sind ja immer so ein bisschen so, naja, ist auch falsch angesetzt. Sag mal so, es war wahrscheinlich so was wie eine Sexparty. Die haben halt super krasse Partys organisiert und haben sich da besoffen und haben da rumgevögelt und rumgefeiert und so ausschweifende Partys gehabt. Und das scheint mir hier eine von diesen Partys zu sein. Und dass er da, dass es eine von Paul Barat sein könnte, das mache ich daran jetzt fest. Er trifft da nämlich eine Frau, und zwar Rose de Bouanet. Und die ist geschieden worden von ihrem Ehemann, von Alexandre de Bouanet. Und der wurde auch guillotiniert, weil er die Stadt Mainz aufgegeben hat. Der war Armeebefehlshaber. Und sie ist auch eine Geliebte von Paul Barat. Aber sie ist von Paul Barat schon, die sind noch befreundet gewesen, aber er ist ihrer schon so ein bisschen überdrüssig geworden, weil Josephine, und das ist so das nächste Ding, was mich hier ein bisschen stört, zu alt war. Ich will jetzt nicht sagen, sie sieht ihr nicht unähnlich, aber sie sieht ein bisschen zu jung eigentlich aus. Und eigentlich sieht sie auch ein bisschen zu hübsch aus, weil ihr wurde halt nachgesagt, dass sie halt super schlechte Zähne hatte. Aber wurde ihr nicht auch nachgesagt, dass sie etwas freizügig war? Ja, also sie, freizügig war sie auf jeden Fall auch. Sie war auch extrovertiert. Aber das Hauptmakel ist halt, ich meine, sie hat schon ältere Kinder gehabt. Sie war definitiv einfach auch schon älter für die Zeit. Sie war auch älter als Napoleon. Und hier in dem Trailer, ich meine, Joaquin Phoenix verzeihe ich so relativ alles, weil er, denke ich mal, das ganz gut spielen wird. Aber er sieht halt deutlich älter aus als sie. Und das ist halt eigentlich auch ein bisschen komisch. Und auch ihre Frisur, ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre damals nicht durchgekommen. Ob sie das irgendwie modern machen wollten, aber eigentlich, naja. Ich glaube nicht, dass du mit sowas damals durchgekommen wärst. Sie sieht so ein bisschen aus wie die, die sie in Band of Brothers, wo sie die Market Garden-Dings haben. Weißt du, Also die die vom Frau da. Widerstand kahlgeschoren wurde. Weißt du, wie ich meine? Ja. Der sie noch die Ration geben, wo sie mit den Panzern vorbeifahren. Ja. Also ja, aber es geht schon. Also sie sieht ihr tatsächlich deutlich ähnlicher als zum Beispiel in dieser anderen. Wobei, ach, da kannst du auch nicht sagen. In der anderen Serie, es gibt eine vierteilige Serie über Napoleon mit Christian Clavier und Gérard Depardieu. Und da spielt Isabella Rossellini, spielt Josephine. Und die sieht auch echt ziemlich gut aus. Sie passt da eigentlich auch echt ziemlich gut rein, aber sie ist auf jeden Fall im Film älter in der Serie. Und sie ist halt, sie sieht wirklich sehr, sehr jung aus. Das ist so das einzige Detail, was mich stört. Aber das ist alles noch verschmerzbar. Wir kommen jetzt zu den ersten Sachen, wo ich sagen würde, das sind Sachen, die kann ich so eigentlich nicht mehr akzeptieren. Tragen Sie denn nur für ein Kostüm? Das ist meine Uniform. Achso, es gibt noch eine Sache. Er stellt sich ihr als Napoleon vor. Ja, das. Ich hab bei anderen Videos gesehen, wo Leute sich darüber aufgeregt haben, aber es könnte schon sein, dass er sich als Napoleon vorstellt, weil es ist ja sein Vorname. Und wenn er mit ihr vertraut sein will, dann ist es völlig okay, dass er sich als Napoleon vorstellt und nicht als Bonaparte. Weil sie wird sich ihm ja auch als Rose vorgestellt haben. Rose de Bouarnais. Also die wird ja nicht gesagt haben, ich bin Madame de Bouarnais, sondern sie wird gesagt haben, ich bin Rose. Gerade auf so einer. Auch damals waren die halt einen Tick lockerer, wenn die auf einer Party waren. Also das scheint nicht unmöglich zu sein. Das nächste allerdings ist ein bisschen seltsamer. Vor allem ist das doch schon eine klassenlose Gesellschaft. Ich meine, dieses mit dem Adel ist ja schon so ein bisschen weggefallen, würde ich sagen, ne? Ja, man hat sich in der Regel mit Bürger oder mit Monsieur angesprochen. Citizen. Ja. Oh, ich habe zu Also. viel Napoleon Total War gespielt. Citizen. Allez-vous. Ja, also man hat sich da jetzt nicht irgendwie mit großartig mit Adelstiteln angesprochen. Selbst Adlige sind teilweise mit einfach als Bürgerliche angesprochen worden oder mit dem Namen. Das kam erst unter Napoleon wieder auf, dass man Adelstitel wieder mehr hervorgehoben hat. Diese Szene hier kann ich nicht einordnen. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Es könnte die Belagerung von Toulon sein.
Allerdings ist die Belagerung von Toulon nicht so abgelaufen, dass sie die. Es könnte sein, dass sie eventuell hier zeigen, dass man versucht hat, die Stadt zu stürmen und es nicht gelungen ist und deswegen Napoleon eingreifen musste. Und Napoleon hatte nämlich einen anderen Plan. Aber das sehen wir gleich nochmal im Detail. Also ich glaube, man hat hier eben auch Napoleon gesehen. Deswegen glaube ich, könnte es sein, dass es die Belagerung von Toulon ist. Bin mir halt nicht sicher, ob das Napoleon sein soll. Wenn er sein soll, dann macht es keinen Sinn, was wir da sehen. Dann ist das irgendwie super seltsam. Dann machen wir weiter. Ich habe uns zum Sieg in Toulon geführt. So, das hier soll wahrscheinlich die Festung Klein-Gibraltar sein, hat man die genannt. Und zwar bei der Schlacht von Toulon war es so, dass Toulon von Aufständischen quasi abgeriegelt wurde, oder die Aufständischen haben, es gab einen Aufstand in Toulon und da waren Aufständische drin und die sind unterstützt worden von der britischen Marine, von der Royal Navy, und die hat Waren und Waffen in die Stadt gebracht über den Hafen. Und Toulon wurde dann belagert von den Revolutionstruppen und Napoleon hatte die Idee, es gibt eine Landzunge außerhalb von Toulon und er wollte seine Kanonen auf dieser Landzunge stationieren, um dann den Hafen zu beschießen. Der General Carton, der vor Ort war, der hat quasi seinen Plan entweder nicht verstanden oder wollte ihm einfach keinen Ruhm gönnen und hat das immer wieder so ein bisschen verzögert und vereitelt, dass die Engländer schließlich gemerkt haben, oh, wir sollten diese Langzunge besetzen, und haben das getan und haben die befestigt. Und Napoleon hat dann gesagt, er kann mit 500 Mann oder diese Stellung da einnehmen. Und dann gab es noch ein bisschen Intrigen. Eigentlich auch sehr interessant, da gibt es eine sehr, sehr schöne Dokumentation von Heroes and Villains, heißt es, von der BBC. Die dröselt es einmal komplett auf. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen. Das ist sehr, sehr gut gemacht, extrem gut gemacht. Und letzten Endes ist es ihnen aber gelungen, diese Bastion da einzunehmen. Und dann haben sie die Kanonen eingesetzt, um den Hafen zu beschießen. Aber alles, was ich gelesen habe, war das nicht so eine Art von Festung, die erobert wurde, sondern es war tatsächlich einfach nur, ja, wie soll man das sagen, ein Stück Land quasi, was die Engländer befestigt hatten. Deswegen wundere ich mich gerade jetzt hier, was das sein soll. Aber sie beschießen von hier aus auf jeden Fall den Hafen. Was ich auch nicht ganz verstehe, wie gut war eigentlich die französische Revolutionsarmee aufgestellt. Man sieht das nämlich manchmal auch so in zeitgenössischen Aufnahmen, dass sie teilweise keine Schuhe hatten. Ja, also die, musst du einfach nicht vergessen, ne? Die hat gegen Spanien gekämpft, die hat in den Niederlanden gegen die Österreicher gekämpft und gegen die Preußen, und die hatte mit Aufständen im eigenen Land zu tun, die hat gegen die Engländer gekämpft, also die war sehr weit verstreut, und es gab Einheiten, so wie die Rheinarmee oder Formationen, die sehr gut ausgerüstet waren, und es gab halt Formationen wie zum Beispiel die Italienarmee. Die hatten keine Pferde, die hatten keine Kanonen, die hatten keine Schuhe, die waren halb am Verhungern, haben keinen Sold bekommen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Verbände. Da gibt es eine schöne Anmerkung von, wie heißt denn der, der mit den weißen Figuren immer arbeitet. Mit den weißen Figuren? Oversimplified. Achso. Oversimplified. Er hat ja gesagt, dass Napoleon die Moral der Truppe gehoben hat in Italien, als er sie vielleicht zum ersten Mal seit Beginn der Revolution bezahlt hat. Ja, definitiv. So. Jetzt hebt schon die Stimmung. Dann schauen wir mal weiter. Wie ist Ihr Name? Napoleon. Hat sich der Lauf meines Lebens gerade geändert? Das finde ich schon krass, wie Napoleon? Dass sie ja quasi erstmal unentgeltlich noch weitergemacht haben da in Italien, ne? Und ja nicht bezahlt. Ja. Achso, du hörst es nicht, wenn ich es abspiele, dann wird man dich wahrscheinlich nicht hören, ne? Deswegen kündige ich es mal an. So, jetzt sehen wir den nächsten Shot. Nachdem Napoleon in Italien gekämpft hat, und wir haben ja eigentlich noch nichts wirklich aus dem Italienfeldzug gesehen, in dem Trailer, glaube ich, obwohl es da auch eine wichtige Schlacht gibt. Achso, vorneweg nochmal gesagt, oder mittendrin nochmal gesagt, wir sind ja schon bei 40 Minuten. Der Film soll wohl 6 wichtige Schlachten von Napoleon behandeln. Also die erste war die Belagerung von Toulon. Die zweite sehen wir jetzt hier, und zwar Napoleon, nachdem er in Italien gesiegt hat, hat er sich sehr, sehr großen Ruhm erworben und hat teilweise auch für das Direktorium dann, für das Triumvirat, hat er dann tatsächlich auch schon Friedensverhandlungen geführt mit Österreich,
auch, sage ich mal, hat sich das Recht rausgenommen, das einfach selber zu verhandeln, ohne Rücksprache zu halten, und kam zurück nach Frankreich und wurde als Held gefeiert. Und er hat gemerkt, das Direktorium zerstört sich immer mehr selber, weil die auch sehr verschwenderisch waren mit dem Geld. Und er hat gemerkt, aber es ist noch nicht so weit, jetzt irgendwie Schritte zu unternehmen. Ich muss abwarten, bis das Direktorium sich selber weiter geschwächt hat. Und er hatte Angst, dass sein Ruhm, den er hatte, zu der Zeit vergeht, umso länger er wartet. Deswegen hat er gesagt, er muss eine Expedition, er muss irgendwas machen, er muss irgendeinen Feldzug führen, und hat sich dann entschieden, in Ägypten einzumarschieren und ja, eine Expedition nach Ägypten zu führen, um die Osmanen zu schlagen und ja, Ägypten zu befreien. Und ja, die Briten waren da nicht. Das war tatsächlich, das waren die osmanischen, waren die Osmanen, die das Gebiet da beherrscht haben, das Osmanische Reich. Und er wollte quasi die Ägypter befreien und wollte Ägypten mehr oder weniger zu einer Kolonie machen. Und hat auch ein bisschen, um das zu kaschieren, dass er eigentlich so ein bisschen imperialistische Ziele hat, oder hat er tatsächlich auch sehr, sehr viele Forscher und alles mögliche an Leuten und Wissenschaftlern mitgenommen. Und die unter anderem diesen Stein gefunden haben, den Stein von Rosetta. Rosetta. Rosetta, ne? Rosetta, ja. Gibt es auch diese Sprachdings da, Sprachlern-Dings, Rosetta Stone heißt die. Ja. Und genau, und da daraufhin konnte man anfangen, die Hieroglyphen zu entschlüsseln. Und er war es tatsächlich, es wird immer wieder behauptet, dass er die ersten Überlegungen angestellt hat oder weitergetragen hat, dass man den Suezkanal bauen sollte. Genau. Es gibt aber schon ähnliche Pläne. Ich habe von auch schon gelesen, Kleopatra hatte sowas auch vor. Naja. So, dann machen wir mal weiter. Ich bin zu. Ja, das ist halt, wir sehen jetzt hier, wie Napoleon die Pyramiden beschießt. Das ist so krass lächerlich, wirklich. Das ist, als ich das dann beim, ich habe es beim ersten Mal gucken gar nicht gesehen, dass er eine Pyramide getroffen hat. Ich habe es erst beim zweiten gucken gesehen. Erstmal hat die Schlacht sehr, sehr weit entfernt von den Pyramiden stattgefunden. Ich weiß nicht, ob das 10, 15 Kilometer oder so waren. Man hat die Pyramiden halt irgendwo im Hintergrund gesehen. Und no way hätte Napoleon auf die Pyramiden geschossen. Niemals. Ausgeschlossen. Also, das ist ein absoluter Wahnsinn. Die Zahl der Truppen, die man hier sieht, die kommt schon ungefähr hin. Das waren sehr, sehr viele Mamelucken, gegen die sie gekämpft haben. Ich glaube 40.000 oder so. Gegen ein paar tausend Franzosen. Und die Verluste der Mamelucken waren halt super krass im Vergleich. Und ein paar hundert Franzosen sind nur gefallen. Also das war eine absolute Demütigung fürs Osmanische Reich. Aber das, was wir hier sehen, das ist, ich habe keine Ahnung, wer auf die Idee gekommen ist, das zu greenlighten. Es ist so dumm. Wirklich, es ist so unfassbar dumm. Naja. Hat er nicht auch der Sphinx die Nase abgeschossen? Come on, man kann doch mittlerweile den Leuten alles verkaufen. Ich mach mal weiter. Großem Bestand. Nee, das war auch nicht. Aber die Sphinx die Nase abgeballert. So, erzähl mir den nächsten. Wir sehen einen Kavallerieangriff auf Infanterie. Das ist ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Napoleon Total War gespielt habt oder so. Oder generell, es gibt andere Serien, die das besser darstellen. Die Kavallerie ist eigentlich nicht so aufgefächert irgendwo reingeritten. Also es macht eigentlich keinen Sinn. Du willst ja eigentlich irgendwo durchbrechen. Das heißt, du hast die Kavallerie möglichst dicht gepackt. Und gerade wenn es schwere Kürassiere sind, die hast du in fetten Blöcken reiten lassen. Und die sind dann durchgebrochen. Bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, welche Schlacht das hier sein soll. Also es gibt tatsächlich viele Schlachten, wo Napoleon massiv Kavallerie eingesetzt hat. Zum Beispiel bei Preußisch-Eylau oder bei Austerlitz, wird nicht so oft erwähnt, da gab es auch ein großes Kavalleriegefecht. Aber Preußisch, die beste Kavallerie Europas. Aber die am schlechtesten geführte. So, ich lasse mal weiterlaufen und jetzt wird es wirklich schlimm. Die Mächtigen betrachten mich nur als ein Schwert. Ja, wir haben jetzt gerade Napoleon auf einem Pferd gesehen, wie er den Säbel schwingt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mal ein Stück zurück. Ich lasse es doch mal kurz laufen. Das mach mal. Aber die Mächtigen betrachten mich nur als ein Schwert. Ja, also wir sehen hier Napoleon, wie er scheinbar einen Kavallerieangriff mitführt. Ich kann es auch nicht genau einordnen von der Uniform, wann das sein soll.
es könnte sein, dass das bei der Belagerung von Toulon sein soll, dass sie versuchen, die Festung zu stürmen, was auch keinen Sinn macht. Es ist so, dass Napoleon einmal auf dem Pferd saß bei Toulon und hat quasi die Truppen nach zu dieser Festung Klein-Gibraltar da geführt. Da hat er auch eine ganz coole Rede gehalten. Die wird auch richtig geil gezeigt in diesem BBC, dieser BBC-Doku. Die müsst ihr euch, wie gesagt, unbedingt angucken. Und die Musik von der BBC-Doku, wo er diese Rede hält, das ist die Musik, die bei uns im Kanal-Trailer kommt. Also, wenn ihr mal unseren Kanal-Trailer anguckt, diese Musik läuft, während er diese Rede hält. Es ist wirklich absolut genial. Und es hat ewig lang gedauert, bis ich diese Musik gefunden habe. Du hast sie nicht gefunden und nicht gefunden. Und ich habe dann irgendwie, ich habe dann recherchiert, wer war der Komponist von dieser Doku. Hab den dann recherchiert. Und der hat irgendwo auf seiner Website hat er dieses Lied gehabt. Und ich so, oh, hab mir das dann organisiert. Hab es mir 1000 Mal angehört und meinte, okay, damit machst du dann halt diesen Trailer hier. Ja, aber es ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, zu welcher Gelegenheit das gewesen sein soll. Napoleon hat, der war ein super schlechter Reiter. Ich habe keine Ahnung, wann der mal einen Kavallerieangriff geführt haben soll. Das ist absolut ausgedacht und Fantasy. Kennst du diese ganz berühmte Aufnahme, wo er da auf einem Pferd sitzt, wo sie über die Alpen marschiert sind? Ja. In Wirklichkeit war das ein Esel. Ja, genau. Ja. So, ich lass mal weiterlaufen. Achso, jetzt kurzes Kontrastprogramm. Als ich das erste Mal die nächste Szene jetzt gesehen habe beim Trailer, da habe ich wirklich so krasse Gänsehaut bekommen. Und es hat mich auch von allem anderen abgelenkt. Und auch jedes Mal wieder, wenn ich diese Szene sehe, die jetzt kommt, kriege ich wirklich so krasse Gänsehaut. Das ist so cool. Also auch besonders im Kontrast zu dieser Szene. Ich schlage vor, dass Sie den Thron besteigen. Es ist eine ganz kurze Szene. Ich schlage vor, dass Sie den Thron... Aber es ist so genial. Ich glaube... Es ist entweder, es ist ganz kurz nach Austerlitz oder es ist ganz kurz vor Austerlitz, glaube ich. Napoleon läuft mit seinem grauen Mantel, den man kennt halt, und der grünen Uniform, läuft er durch eine Gruppe Soldaten und sie bejubeln ihn. Und das ist so, also als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, perfekt, das ist so eine geile Szene, das Outfit passt, er sieht wirklich aus wie Napoleon, finde ich. Das hat mich komplett weggehauen. Die Soldaten sehen cool aus. Ich habe schon andere Filme gesehen, wo, wenn du dann Nahaufnahmen von Soldaten gesehen hast, das war dann nicht so cool. Die Ausstattung scheint auch relativ gut zu sein. Also ich erkenne jetzt hier nichts, was irgendwie nach Fantasie aussieht. Ja, es ist eine mini kurze Szene, aber sehr, sehr geil. Er wird hier von seinen Soldaten gefeiert. Ja, dann machen wir mal weiter. Besteigen als König. So, das war nur eine ganz kurze Szene. Die muss ich nochmal machen. Ich schlage vor, dass Sie den Thron besteigen. So, wir sehen Napoleon in diesem roten Samtgewand oder Samtuniform. Das ist ziemlich sicher, nachdem er schon erster Konsul ist. Und zwar nach seinem Staatsstreich hat er sich selbst zum ersten Konsul ernannt. Also es gab drei Konsuln, ihn, Roger de Cour und Sieyès, die drei Bürger. Und er hat die beiden anderen relativ schnell verdrängt. Und durch seine Aktivität und durch seine Umtriebigkeit und Zielstrebigkeit hat er sehr viel an sich gerissen. Und ist, ich muss auch dazu sagen, er hat auch entsprechend die Dings umgeschrieben, die Verfassung umgeschrieben, dass quasi die Macht nur dem ersten Konsul quasi zustellt. Er hat so ein bisschen den Stalin da gemacht. Naja, nee, nicht ganz. Er hat gesagt, es gibt abwechselnd einen ersten Konsul sozusagen, einen Bestimmer. Und er hat es alphabetisch gemacht, nach Vorname. Nach Nachname meine ich. Und da er Napoleon Bonaparte ist, fängt er mit B an. Deswegen war er der Erste und durfte als Erster loslegen. Genau. Und hat dann gleich die beiden anderen ausgehebelt. Genau. Und hat die quasi, ja, unnötig gemacht, weil er so viel an sich gerissen hat und so viel organisiert hat und die Leute haben aber ja jetzt gemerkt. Jetzt frage ich dich mal, wieso haben die anderen beiden das nicht mitgekriegt? Das wirst du ja merken. So, das haben die mitgekriegt, das haben die sogar verbürgt, relativ ganz kurz nach dem Coup. Da können wir gleich nochmal kurz drüber reden, wie Napoleon das gemacht hat. Haben sie gesagt, oh mein Gott, was haben wir getan? Die haben relativ schnell gemerkt, dass er sie verdrängen wird, aber was willst du machen? Du machst halt mit. Und Sieyès zum Beispiel, dem war halt super wichtig, eine Verfassung zu schreiben. Also dann hat Napoleon ihn in einen Raum mit ganz vielen Abgeordneten gesetzt, hat gesagt,
schreibt mal eure Verfassung da, lasst euch mal Zeit. Und Napoleon hat die wirklich wichtigen Sachen für sich geregelt, hat die Posten besetzt, hat mit den Leuten gesprochen. Und hier sehen wir nämlich auch, ich bin mir... Das war ein bisschen den Stalin. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass dem Mann, den wir hier sehen, das ist, glaube ich, Talleyrand. Es könnte auch der Polizeiminister Fouché sein, aber ich glaube eher, dass es Talleyrand ist. Und Talleyrand redet mich mit ihm und sagt ihm sowas, ja, wollen Sie nicht König werden? Weil relativ schnell, nachdem man gesehen hat, dass Napoleon die Fäden so in der Hand hat, gab es ein Gefühl oder eine Überlegung, ob man ihm nicht irgendwie eine konstitutionelle Macht geben soll. Und Napoleon hat es immer abgelehnt, König zu sein, weil er gesagt hat, wir können nicht die Revolution gehabt haben und wieder einen König haben. Und so ist man dann irgendwann auf die Idee gekommen, aber wir könnten doch einen Kaiser haben. Mit einer Verfassung zusammen. Ja. So, dann mache ich mal weiter. Als König. Aber zwischen den Koalitionskriegen sein, ne? Ja, ja. Genau. Der erste Koalitionskrieg war ja direkt nach der Revolution. Dann wurde der beendet und dann gab es ja noch Dutzend weitere. Also ganz viele weitere Koalitionskriege. Ja, und hier sehen wir eine ganz coole Szene. Ganz cool gemacht eigentlich. Und zwar, ich werde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber sie haben, wie soll man das sagen? Sie haben die Abgeordneten quasi ein Stück weit weg von Paris zusammengerufen, um halt eine Notlage zu besprechen. Und da ging es halt darum, dass man eben Napoleon und C.S. und Roger de Coux, dass man den dreien Macht geben soll, damit sie die Verfassung retten können, weil man gesagt hat, das Direktorium bricht auseinander, bevor es wieder zu Unruhen kommt und so weiter und wir haben ja noch Feinde an den Außengrenzen, wir müssen irgendwie Frankreich stabilisieren und die Abgeordneten haben gecheckt, was hier abgeht, die haben gesagt, okay, das ist hier ein Coup d'État, haben relativ schnell und Lucien, das ist ganz wichtig, das habe ich vorher erwähnt, Lucien war der Präsident dieser Versammlung und er hat es zum Vorschlag gebracht und die Leute haben natürlich gecheckt, was ist hier los, okay, die wollen hier scheinbar die Macht an sich reißen. Das wollen wir nicht. Die Verfassung hier und Verfassung da. Und dann ist das Ganze ein bisschen eskaliert. Dann haben sie relativ schnell Napoleon als den Schuldigen ausgemacht, haben ihn für vogelfrei erklärt, dass quasi jeder ihn umbringen darf, also dass er rechtlos wird. Und Napoleon hat dann, sage ich mal, auch den Fehler gemacht. Er ist auch mitten in diesen Verhandlungen reingegangen mit ein paar Soldaten und die Abgeordneten haben gedacht, was soll das? Wieso bringt das Militär her? Und da wurde sogar versucht, auf ihn einzustechen. Da hat sich ein Soldat dazwischen geworfen und er hat dann quasi die draußen stehenden Soldaten mit seinem Bruder zusammen überzeugt, dass innerhalb dieser Abgeordneten halt quasi Tumult entstanden ist und sie die Soldaten müssen rein und die Ordnung wiederherstellen. Und das wird hier so ein bisschen gezeigt. Die haben dann den Saal geräumt und die Abgeordneten sind dann teilweise aus dem Fenster gesprungen und weggerannt. Und später haben sie dann die Abgeordneten, wo sie sie gefunden haben, irgendwie eingesammelt. Sie brauchten nur eine einfache Mehrheit und haben halt die sie wussten, die sind halt ein bisschen kritisch gegen Napoleon, haben sie gar nicht zurückgeholt. Sie haben nur die geholt, von denen sie wussten, ja okay, die sind auf jeden Fall auf unserer Seite. Die haben sie eingesammelt und haben sie wieder zurückgebracht und dann gab es tatsächlich diese Abstimmung und man hat entschieden, wie gesagt, den drei Bürgern das Konsulrecht anzutragen und dass sie die Chefs von Frankreich wären. Grob zusammengefasst. So, dann machen wir irgendwelche weiter. Einsprüche gegen den Antrag? So, ich lasse mal weiterlaufen. Wollen wir abstimmen? Ja, und ich glaube, das sollte so ein Ding sein, da haben sie wieder probiert, ein bisschen Humor reinzubringen, da kommt er halt rein, Napoleon, wenn die Soldaten auf die Abgeordneten zielen und sagt, wollen wir verhandeln? Ich weiß nicht mehr, was er jetzt in dem Trailer sagt, aber irgendwie sowas in der Art, ne? Ja, das wird halt so ein bisschen auf lustig dargestellt, aber ist auch noch okay. Die nächste Szene, die wir jetzt sehen, die ist echt cool gemacht. Die war schon bei dieser Miniserie, von der ich vorhin kurz geredet habe, diese vierteilige Serie über Napoleon, diese europäische Produktion. War schon sehr cool und hier ist es wirklich auch sehr cool inszeniert. Also es gibt, man weiß genau, wie die Szenerie wahrscheinlich ausgesehen hat, also in Anführungszeichen, wie sie für die Nachwelt erhalten sein sollte, aber es gibt ein ziemlich gutes Gemälde davon, ein sehr großes, schönes Gemälde. Und interessanterweise war Napoleons Mutter bei der Krönung gar nicht dabei, denn sie wollte das nicht mehr angucken, wie Josephine zur Kaiserin gekrönt wird. Und ist der Zeremonie ferngeblieben, weil die konnte sie nicht leiden. Und Napoleon hat sie nachträglich aber hinmalen lassen. Mann! Ja, was willst du machen?
Genau, und diese Szene können wir ganz kurz genießen, weil die ist wirklich sehr, sehr schön, wie Napoleon sich selber krönt. Ja, also die sieht wirklich cool aus. Kann ich nicht anders sagen. So, ja, generell zu den Schlachten können wir mal hier ein paar Sachen sagen. Ich weiß nicht, warum die Schlachten alle so dunkel gehalten sind. Das ist eine Sache, die gefällt mir nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Mittelalterfilter. Ja, ich weiß auch nicht, das gefällt mir irgendwie nicht so ganz. Und wir sehen jetzt hier auch, glaube ich, die Schlacht von... Ich schaue nochmal rein. Dieses Ungeziefer hat die Welt als Geisel. Ja, das soll die Schlacht von Waterloo sein. Ich weiß nicht, welcher Teil der Schlacht jetzt am Anfang gewesen sein soll, aber ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Dieses Ungeziefer hat die Welt... Ich weiß nicht, welcher Teil es am Anfang gewesen sein soll, aber hier ist es relativ offensichtlich. Wir sehen hier zwei Karrees mit Kavallerie, die drumherum reitet. Das ist... Wellington hat Napoleon oder beziehungsweise Marschall Ney ausgetrickst. Napoleon musste sich, weil er Magenschmerzen hatte, er hatte zu der Zeit vermutlich schon Magenkrebs, man weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich, und musste sich ein paar Stunden zurückziehen von der Schlacht oder ich glaube eine Stunde oder so. Und in der Zeit hat dann Wellington einen Scheinrückzug angeordnet, dass seine Truppen hinter einen Hügel zurückmarschieren. Und Marschall Ney hat gesehen, dass sich die englischen Truppen zurückziehen und hat eigenmächtig befohlen, dass die Kavallerie angreifen soll. Und das entspricht eigentlich nicht Napoleons Taktik. Normalerweise ist es so, man lässt die Kavallerie schon angreifen und wartet, dass die Engländer sich zu Karrees formieren. Und dann lässt man die Infanterie vorrücken und beschießt diese Karrees mit Artillerie. Weil die Was tut Ziele er da? Genau. Und Ney hat nicht auf die Infanterie und nicht auf die Artillerie gewartet, sondern er ist einfach in diese Karrees reingeritten. Ich meine, ich habe es ein bisschen verstanden, immer man denkt halt so, hä, brich doch den Angriff ab. Aber wenn erstmal 20.000 Reiter in Bewegung sind, du kannst das nicht mehr abpfeifen. Also wie willst du da Herr der Lage werden? Ne? Also es geht um eine extrem disziplinierte Truppe und zu der Zeit, seit dem Russlandfeldzug, wo Napoleon wirklich zehntausende Pferde weggestorben sind und Kavalleristen gestorben sind, hatte er seitdem nie wieder eine richtige Kavallerie. Und auch die Armee, die er bei Waterloo hatte, war mehr zusammengezimmert als alles andere. Weil er musste innerhalb von 100 Tagen eine Armee aus dem Boden stammen. Also es ist schon generell krass, was er da überhaupt geleistet hat. Aber ja. Da haben sie doch Ackergäuler und die sind ziemlich jedes Pferd genommen, was sie kriegen konnten. Auch die Alten und Schwachen und all so Dinger. So, ich glaube, zu dem Bild muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Jeder, der Waterloo mal gesehen hat von Sergei Bondarchuk, der bekommt halt hier einen gewissen Eindruck. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Es sieht halt super klein aus, ne? Wir sehen das, wenn das jetzt nur einen Ausschnitt. Ich verstehe nicht, warum sie nicht beide Karrees zusammengetan haben zu einem großen, wenn sie nur so viele Soldaten hatten. Das verstehe ich nicht ganz. Weil, also klar, man kann das bei Waterloo, das kann man einfach nicht toppen. Es geht einfach nicht. Ich meine, du hast einen Helikopter und der fliegt und da sind einfach 10.000 Soldaten. Echte Soldaten, weil es einfach sowjetische Soldaten sind. Das kann man einfach nicht toppen. Wüsste ich nicht wie. Aber das sieht doch irgendwie komisch aus, oder? Ich weiß nicht, das sieht doch aus wie so eine Netflix-Serie, die es nicht einfach nicht gepackt hat, ne? Vom Budget. Was ist dein Eindruck, wenn du das siehst? Ich warte gerade, bis das kommt bei mir. Ach so. Bist du so weit hinterher? Ich glaube, du kannst ein Stück vorspulen bei dir. Okay. Ja, du siehst es ja gleich. Ja, ich weiß nicht, also es ist, also die Uniform sieht soweit gut aus, die Kürassiere sehen auch cool aus, aber ich weiß nicht, es ist echt lame, ja. Es sieht aus so, wie wenn wir es... Du meinst aber schon das britische Karree, ne? Ja, ja. Das ja. Standbild gerade. Es ist ein bisschen schwach, oder? Also ich weiß nicht, für so eine Multimillionen-Dollar-Produktion... Nee. Du bist halt verwöhnt, weil 20.000 Rotarmisten sind schon eine Ansage. Ja, ja, aber genau, ich hätte jetzt, wenn ich es gedreht hätte, ich hätte nur ein Karree immer gezeigt. Weißt du, ich meine? Mhm. Und hätte nicht, also in allen Ernsten, es scheinen hier echte Leute, ich weiß nicht, wie viele jetzt hier CGI sind und wie viele echt sind, aber es gefällt mir nicht so, muss ich leider sagen. Vor allem kann man da immer noch so ein bisschen tricksen, ne?
Theoretisch. Aber man muss gucken, wie es dann im echten, im richtigen Film dann aussieht, wie actionreich diese Szenen sind. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wir machen ja ganz viel mit Doppeln. Wäre das hier jetzt auch gegangen? Na, hier ist es ein bisschen schwieriger tatsächlich. Ich weiß nicht genau, weil du siehst ja hier, dass die Leute sich auch überlappen. Also diese... Ich weiß nicht, vielleicht geht die Kamera auch nochmal hoch und wir sehen noch 10 weitere Karrees. Dann habe ich nichts gesagt. Keine Ahnung. Deswegen, wir sehen ja nur einen Ausschnitt hier. Aber wenn du dir mal überlegst, selbst Waterloo, was sie gedreht haben von 1970, war ja verglichen mit der echten Schlacht ein kleiner Furz. Ja. Was wirkt halt nochmal krasser, ja. Ja, wenn du dir dann ansiehst, wie Dings da über Schlachtfeld reitet, das ist schon heftig. Ja. Und das sind 20.000, das sind nicht 200.000. Ja. Also ich muss auch nochmal sagen, hier hat auch die Miniserie Napoleon auch ziemlich klicklich abgeliefert. Ich meine, die Schlacht von Waterloo war irgendwie so, weiß ich, die war super weird. Die war ganz schlecht gemacht. Da kommt einfach nichts an den Film ran. Da kann man einfach nichts machen. So, ich lass mal weiterlaufen. Als Geisel gehalten. So, wir sehen jetzt hier eine brennende Stadt. Das ist wahrscheinlich relativ sicher Moskau, das da brennt. Ja, braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Sieht cool aus. Brennt ein bisschen sehr krass, aber ja. So, ich mach mal weiter. Mit seinem Geltungsdrang. Da war jetzt gerade ein kleiner Zwischenschnitt. Ich lasse mal trotzdem noch weiter. Ich weiß nicht, ob das hier Wellington sein soll. Wir sehen hier einen britischen, ich glaube, britischen Offizier. Bin mir nicht ganz sicher, ob das hier Wellington ist. Oder ob das, ich weiß nicht, wer das sonst sein soll. Ich guck mal, die Orden. Doch, guck mal, ist das nicht dieses, dieses Rote Kreuz in dem Orden? Ich weiß es nicht genau. Da bin ich jetzt nicht so tief drin, aber ich bin nicht sicher, ob der Typ nicht gerade das Kreuz der Ehrenlegion trägt oder trägt er das Victoria-Kreuz oder so. Könnte Wellington sein, ich bin mir nicht sicher. Lass mal weiterlaufen. Und seinem Mangel an schlichten Guten. So, jetzt sehen wir nochmal Napoleon, wie er Josephine unter den Tisch zieht. Da ist er schon erster Konsul, das sehen wir auch an einer roten Uniform. Das Victoria-Cross kann das nicht sein. Okay. Danke. Weil das Victoria Cross wurde erst 1856 gestiftet durch Königin Victoria. Klar, stimmt. Danke, wenn du weißt. Nenn das George Kreuz, keine Ahnung. Wenn es einer weiß, schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ja, jetzt shiftet der Trailer so ein bisschen die Stimmung und es geht jetzt so ein bisschen in dieses Napoleon ist so ein guter Liebhaber mäßig und seine Beziehung zu Josephine. Wir machen nochmal kurz weiter. Manieren. War das nicht so, dass er frühzeitiger Ejakulation litt? Das habe ich noch nicht gehört. Für die Anfangszeit würde ich es nicht ausschließen, aber ja, ich glaube, in dem Trailer wird sowas erwähnt, von wegen so, ja, der Liebhaber Napoleon und so. Naja, von allem, was ich so von ihm gehört habe und gelesen habe, war das jetzt nicht so berauschend. Er hat sich eher bei den Frauen mehr oder weniger so ein bisschen bedient. Es gibt diverse Zeugnisse davon, dass er noch irgendwelche Briefe diktiert hat. Und dann Leute quasi, dann kam ein Diener rein und hat gesagt, ja, Madame so und so wartet auf sie. Ja, soll sich schon mal ins Bett legen. Madame so und so, sie wartet immer noch. Ja, er soll sich schon ausziehen. Er redet noch weiter mit irgendeinem Abgesandten von über irgendwas. Und dann kommt er, ja, Madame lässt fragen. Er soll wieder gehen. Also er hat Frauen wirklich zur Lustbefriedigung benutzt. Er soll wohl auch relativ misogyn gewesen sein, also frauenverachtend. Und hat Frauen halt wirklich nur für ganz bestimmte Zwecke gesehen. Und das kommt vielleicht auch daher, dass Josephine, ich sag's mal so, er hat sie abgöttisch geliebt, als er sie kennengelernt hat. Sie hatte schon zwei Kinder, sie war älter, sie hatte schlechte Zähne, sie war nicht wirklich wohlhabend, sie war schwenderisch. Klar, sie hatte einen gewissen Einfluss in der Gesellschaft in Paris, was ihm gut getan hat, aber er war auch abgöttisch in sie verliebt, hat ihr teilweise von den Schlachtfeldern Liebesbriefe geschrieben aus Italien und Josephine hat einfach einen Schiss drauf gegeben. Die hatte Geliebte zwischendrin, einen ganz besonderen Kapitän de Bulichard. Das war ein Offizier, den sie auch einfach mit nach Italien mitgebracht hat. Ihr Liebhaber. Und Napoleon hat das einfach nicht gesehen. Und erst sein Bruder und seine Familie haben ihn darauf hingewiesen, du, ich glaube, da ist was passiert.
dann hat er Josephine, als er wieder in Frankreich war, rausgeworfen. Und sie hat halt eine Nacht durch an seine Tür gehämmert. Er hat sie dann wieder reingelassen. Und die beiden haben sich wieder vertragen. Und da gibt es eigentlich auch einen ganz coolen Brief von Joseph, wie er die Szene beschreibt. Am Abend vorher hat er mit seinem Bruder gesprochen und der Bruder hat sie verdammt und verflucht. Sein Bruder Joseph ist zurückgereist zu seiner Mutter, hat ihr sehr freudig erzählt, kommt am nächsten Morgen hin und Josephine sitzt am Frühstückstisch und sagt, guten Morgen, lieber Schwager. Und, so. Und er so, guten Morgen. Was soll er auch sagen? Ja. So, das Bild, was wir jetzt hier sehen, ich vermute ganz stark, das wird während seinem Italienfeldzug sein. Ich denke, da werden wir definitiv auch eine Schlacht sehen, wahrscheinlich von Arcoli oder Rivoli, eins von beiden. Das ist quasi sein erster Feldzug, den er richtig geführt hat. Und ich denke, an der Uniform kann man das ganz gut erkennen. Seine Haare sind auch noch ein bisschen länger. Daran kann man das auch festmachen. Dann machen wir mal weiter. Du hältst dich für bedeutend. Ja, hier haben wir nochmal gesehen, ein Liebhaber und mit Josephine. Es gibt wirklich ein paar Briefe, wo er halt super detailliert beschreibt, was er am liebsten mit ihr machen will. Vielleicht schon ein bisschen obszön für die Zeit. Er hat ja sowas geschrieben wie, ich will dich küssen, deine kleine weiße Brust und ich will dich tiefer küssen, sehr viel tiefer und sowas. Also schon. Das kann aber nicht King Charles toppen. Nee, wahrscheinlich nicht, nee. King Charles. Wer es nicht weiß, der hat sich unter anderem, ich glaube, er hat sich unter anderem als Tampon gesehen. Dann gibt es sehr, sehr schöne Briefe von Charles, die er an seine Frau geschrieben hat, die. Ja, ist mir bekannt, ja. Nee, King Charles war das nicht. Wie heißt denn der andere? Das ist nicht der jetzt König ist, das muss noch ein anderer gewesen sein. Ich glaube, von dem der Sohn. Ja. Ich glaube übrigens, diese Szene Charles hier. Ist das doch, ne? Philipp ist doch jetzt König, oder nicht? Philipp hat das geschrieben. Philipp hat Charles das geschrieben. Charles ist ja jetzt König. Charles ist jetzt König. Prinz Philipp, das ist der andere alte Sack, ne? Ist Prinz Philipp nicht der nicht cool ist? Nicht koscher ist? Nee, das ist Prinz Andrew. Das ist Prinz Andrew. Oh Gott, das ganze Bagage. Bin kein Fan von der Monarchie. Bin kein Fan von der Monarchie, Simple Napoleon. Der war auch nicht cool. Er ist eine interessante Persönlichkeit, aber eigentlich unter ihm gedient haben würde ich auch nicht wollen, auch wenn ich mit ihm mal spazieren gehen wollen würde, wenn ich könnte, aber naja. Diese Szene hier, bin ich mir relativ sicher, die ist wahrscheinlich, als er noch aus Italien wiederkommt. Und ich weiß nicht, gibt es eine Meinung von Napoleon über Afrikaner? Gibt es da Aussagen? Nicht, dass ich wüsste. Er hatte ja einen, was ich war, der Araber, er hatte doch Rustang, diesen Dienern, diesen Sklaven, den er geschenkt bekommen hat, als er aus Ägypten zurückkam. Ich bin mir nicht ganz sicher, in manchen Darstellungen ist der wirklich schwarz, in manchen Darstellungen sieht er aus wie ein Araber. Ich bin mir nicht ganz sicher, was der wirklich war. Wahrscheinlich war der eher so arabisch angehaucht. Und der war ja ziemlich lange bei ihm, bis 1814 und hat oft vor seinem Zimmer geschlafen und sowas und den hat Napoleon auf jeden Fall sehr geschätzt. Der ist dann aber irgendwann auch abgehauen, als er es nicht mehr ausgehalten hat. Als Napoleon zu viel verloren hat. So, ich mach mal weiter. Du bist nur ein armseliger Wüstling, der nichts ist ohne mich. Über diese Szene, da sitzt Napoleon mit Josephine auf der Couch, Kaminfeuer und die beiden unterhalten sich. Und über die Szene haben sich ein paar Leute aufgeregt, weil sie meinten, irgendwie sie erkennen hier, dass Josephine macht ihn halt irgendwie nieder und sagt, du bist nichts ohne mich, du bist nur ein kleiner Wicht und sowas. Ich glaube, diese Szene, die wir da sehen, spielt, nachdem er gesagt hat, er will sich von ihr scheiden lassen. Napoleon wusste nämlich, dass er quasi, um seine Dynastie zu erhalten, ich mach mal kurz. Du bist neun. Um seine Dynastie zu erhalten, brauchte er einen Erben. Er hatte mehreren Schlachten gesehen, wenn er fallen würde, dann wäre niemand mehr da, der quasi dann übernehmen würde. Und er brauchte halt, um seine Dynastie zu sichern, einen Erben. Und Josephine hatte schon zwei Kinder und konnte kein weiteres mehr bekommen. Er war definitiv zeugungsfähig. Er hat nämlich mehrere Bastarde, nenne ich es jetzt mal, gehabt. Und er hatte auch sehr, sehr viele Mätressen. Also sehr, sehr viele Mätressen hat er natürlich gehabt. Das gehört sich ja natürlich für einen König oder Kaiser auch. Und sie ist halt, glaube ich, sehr wütend hier in der Szene auf ihn und beschimpft ihn halt.
weil er sich trennen will. Und Josephine hat das halt wirklich nicht wirklich gut verwunden. Sie hat es dann zwar auch die Scheidung unterschrieben und sowas alles. Napoleon hatte dann seinen Code Zivil, also der war nicht nur unbedingt von ihm geschrieben, aber in dem Code Zivil waren Scheidungen erlaubt. Und davon hat er auch Gebrauch gemacht, hat sich von ihr scheiden lassen und hat... Kannst du einfach eine Kirche gründen. Ja, so, wie Henry, ne? König der, Heinrich der Achte. Ja. Übrigens mal ein kurzer Nachtrag. Die aus Haiti stammende Historikerin Marlene Dion schreibt in der New York Times, Napoleon hätte keinerlei Gedenkfeier verdient. Mit Bezug auf Black Lives Matter führt sie aus, schwarze Leben zählten für Napoleon weniger als seine Eroberung und die zivilen Errungenschaften. War Napoleon ein Kolonialist, Rassist, ja ein Sklaventreiber? Auf jeden Fall ein Kind seiner Zeit. Ganz einfach, ich bin für die Weißen, weil ich weiß bin, sagte er und höhnte. Die Afrikaner seien so unzivilisiert, dass sie nicht einmal wissen, was Frankreich ist. Bonapartisten geben zu bedenken, dass ihr Idol in seinen Armeen auch Dunkelhäutige bis in den Generalsrang beförderte, so den Vater des Schriftstellers Alexandre Dumas. Doch wiegt das wenig im Vergleich zur Wiedereinführung der Sklaverei 1802. Die Französische Revolution hatte sie erst 8 Jahre zuvor abgeschafft und damit Hunderttausenden auf der ganzen Welt Hoffnung, wenn nicht die Freiheit gegeben. Bonaparte verschärfte aber sogar den furchtbaren Code Noir, das schwarze Gesetz, der die importierten Sklaven Möbelstücken gleichstellte. Hm. Auch nochmal gleich dazu ein Zusatz von Paul Krüger, vielen Dank. Rustam kam aus Georgien. Er verließ Napoleon 1814, als sich dieser umbringen wollte. Rustam hatte Angst, dass man ihn für den Tod des Kaisers verantwortlich machen würde und floh deshalb. Verständlich. Ja. Oh, dass der aus Georgien kam. Wieso gibt es denn diese, ich habe wirklich alle Darstellungen, die ich von ihm gesehen habe, das wirklich hat gereicht von Schwarzafrikaner bis zu Araber. Also ganz weird. So. Ja, das ist ja so Kaukasier, die sind ja schon ein bisschen dunkler. Aber doch nicht schwarz. Nee, aber wahrscheinlich, ich denke mal, die, wenn du das im Vergleich hast zu den ganzen gepuderten Quasten, die so in Frankreich rumgelaufen sind, ich denke mal schon, er war ziemlich dunkel. Hm. Das, was sie sonst gebrunt waren, weißt du, wie ich meine? Aber aus Georgien sind es dunkle Menschen? Also schon dunkler. Okay. Ich muss dunkler, mal an Stalin also denken. Ja, Stalin, musst halt gucken, so die wenn du jetzt zum Beispiel auch die Tschetschenien mal anguckst, die sehen ja schon leicht anders aus, das sage ich jetzt mal, die Durchschnittsrussen. Also alles, was am Kaukasus ist, die sind schon ein bisschen dunkler. Oder Armenier zum Beispiel. Ja. So, dann lass ich mal weiterlaufen. Armseliger Wüstling, denn nichts ist ohne mich. Ganz Europa. Boah, die Szene finde ich richtig gut. Ich mache noch mal kurz ein Stück zurück. Ganz. Wir sehen jetzt hier, die Szene habe ich mit sich mal angeguckt. Wir sehen jetzt hier, und so stellt man sich das eigentlich vor, Napoleon, der mit einer ganzen Entourage von wahrscheinlich Ministern, Generalen und allen möglichen Leuten, die sind für Nachschub und alles Mögliche, bespricht er die militärische oder strategische Situation. Und ich bin mir relativ sicher, ich habe mir die nochmal im Nahen angeguckt, das wird kurz vor der Schlacht von Waterloo sein. Er trommelt alle seine Minister zusammen, man muss sich seine Situation nochmal vorstellen, er kommt aus, aus Elba zurück und da sind teilweise Leute dabei, die vorher gegen ihn opponiert haben. Aber auch zum Beispiel Marschall Ney ist mit seinem 5. Regiment zu ihm marschiert und hat sich ihm entgegengestellt und wollte sogar auf ihn schießen lassen und die Soldaten haben nicht geschossen und er hat Marschall Ney wieder aufgenommen. Und wie gesagt, ich freue mich schon sehr auf den Napoleon-Talk, denn Napoleon hat hier unfassbar viele Fehler gemacht. Ich habe gehört, ihr wollt mich in Ketten nach Paris zurückbringen. Ja. Ja, also diese Szene hier alleine, die finde ich super genial. Wirklich, bei den meisten Filmen hast du ihn halt immer mit 3 Leuten. Die miteinander reden, weil du nicht die Mittel hast, so viele Leute zu zeigen. Und hier steht wirklich, hier stehen sie alle. Und ich glaube sogar, ich werde jetzt keine Mut machen, ich glaube, ich sehe sogar Marschall Ney hier. Das ist der quasi, der Napoleon, links von Napoleon steht, der diese rote Schärpe hat. Ich glaube, das könnte Marschall Ney sein. Ah, gut. Wir lassen mal weiterlaufen. Marschall Frankreich! Europa vereint seine Kräfte gegen mich. Was? So, hier sehen wir definitiv die Schlacht von Austerlitz. Wir sehen hier österreichische Truppen, österreichische Grenadiere mit weißen Uniformen, die durch eine Schneelandschaft marschieren. Lass mal kurz weiterlaufen. Was wird passieren, wenn du nicht gewinnst?
Hier sehen wir auch noch mal französische Kavallerie, glaube ich. Oder es könnte auch russische Kavallerie sein. Ich gucke gerade mal, kenne ich was. Es könnte auch österreichische Kavallerie sein. Ich sehe, welche die so aussehen. Naja, auf jeden Fall Kavallerie, die vorstürmt. Ich lasse es weiterlaufen. Eure Majestät. Genau, und hier haben wir Napoleon auf einem Hügel stehen. Es ist Winterlandschaft. Zuerst hatte ich vermutet, es könnte preußisch Eylau sein, weil es so ein bisschen diesen Flair hat. Aber wahrscheinlich ist es doch Austerlitz aufgrund der nächsten Szene, die wir sehen, die damit zusammenhängt. Und das soll wohl scheinbar der Pratzen sein, auf dem er sich befindet. Aber wir machen mal weiter. Wir sind entdeckt. Gut. Eis! Das ist eine Falle! Ich bin der Erste, der es zugibt, wenn er einen Fehler macht. Ja, das ist die berühmte Szene, wo sich die Österreicher zurückziehen. Und die Franzosen den gefrorenen See, über den sie sich zurückziehen, mit Kanonen beschießen und viele Österreicher einbrechen. Ich habe mal gehört ein bisschen, dass das ein Mythos sein soll, dass es nicht so krass war, wie es dargestellt wird. Aber in dem Film ist klar, dass sie sich dieses Bildes bedienen. Finde ich auch gar nicht so schlimm. Meine Angst ist nur, es gibt wenige, wie soll man das sagen, wenige Filme, die das schaffen, eigentlich diesen genialen Plan von Austerlitz zu zeigen. Und ich befürchte, auch dieser Film wird es nicht hinkriegen. Bei der Miniserie über Napoleon haben sie das versucht. Da war der Scale aber einfach nicht groß genug. Bei der War and Peace von BBC, jetzt nicht den russischen, sondern die von der BBC halt, die Version aus den 2000ern mit Paul Dano. Die hat es ganz cool gemacht. Da hat man zwar nicht diesen großen Scale mitgekriegt, weil es war ja aus russischer Sicht, aber die Schlacht war da echt ziemlich cool, muss man sagen. Hier bin ich mir einfach wirklich nicht sicher, ob das cool dargestellt wird. Ich habe ganz, ganz schlimme Befürchtungen, was diese Schlacht angeht. Naja. Dann mache ich mal weiter. Aber ich mache einfach keine. So, das war's. Jetzt sehen wir den guten Robert Hoffmann, von dem habe ich mir das Material ausgeliehen. Ja, das war der Trailer. Ja, da war doch der, weil ich das nämlich gerade gelesen habe von Paul Krüger. Marschall Ney war vor allem für das Kommando der Nachhut während des Rückzuges von Smolensk nach Orscha bekannt. Er hielt daraufhin den Beinamen der Tapferste der Tapferen. Und der hatte ja auch den Titel Fürst von der Moskwa, soweit ich weiß. Ja. Ja, also Marschall Ney war auf jeden Fall ein krasser Typ, ne? Er war nicht so der größte Stratege, aber war Taktiker, sehr tapfer. Ja, das weiß ich auch nicht mehr. Aber er hat schon ein paar Fehler gemacht, so, die haben alle natürlich Fehler gemacht, immer wieder. Napoleon hat natürlich auch riesengroße Fehler gemacht, sonst wäre er ja nicht abgesetzt worden am Ende. Ja, aber generell zu dem Film, also ich hatte super krasse Hoffnungen, aber ich befürchte, der Film wird doch sehr Hollywood-mäßig werden, was das Ganze ein bisschen schade macht. Ich glaube, das wird ein schönes, visuell wird es, glaube ich, interessant. Ich hoffe, erwarte mir sehr große Stücke von Joaquin Phoenix Spiel. Ich hoffe, das wird cool. Ja, aber ich bin jetzt doch ein bisschen gedämpft und ich glaube, das ist auch gut, weil dann bin ich nicht enttäuscht. Ich glaube, der Film soll 2 Stunden und 40 Minuten gehen, wenn ich das richtig gelesen habe, was schon echt eine ziemliche Hausnummer ist, heutzutage für einen Film. Wobei viele Filme heutzutage ja lang sind, aber es ist dennoch eine ziemliche Hausnummer. Ich werde mir alle 2 Stunden 38 definitiv reinziehen. Ich gucke nochmal kurz die Länge. Achso, interessant ist auf jeden Fall, es wird von den Apple Studios produziert. Was? Apple. Die haben ja jetzt auch so ein Filmstudio, Apple Plus. Und von 20th Century Studios. Ich finde jetzt gerade nicht, wie lange der Film geht. Ich habe es auch gerade vorhin noch gelesen. Ich glaube 2 Stunden 38, nagelt mich jetzt nicht fest, aber ich glaube, der geht relativ lang. Was ja auch schön ist, weil ich frage mich tatsächlich, wie sie das machen wollen. Du hast ja 6 Schlachten oder verschiedene Zeitabschnitte. Ich frage mich, wie sie die Übergänge machen von der Zeit. Wird das einfach nur eine Überblendung, also dunkel und wird hell 3 Jahre später oder sowas? Oder wie sie das machen?
Ja, Hamika Barker schreibt auch gerade nochmal, seien wir mal ehrlich, das meiste, was ein Historienfilm sein soll und aus Hollywood kommt, ist eher ernüchternd. Ich glaube leider auch. Aber Gladiator zum Beispiel war auch aus Hollywood und der war gut. Der war gut, aber er war auch nicht, für einen Historienfilm war er auch Quatsch. Aber er war gut. Also, als Epos war er gut. Ja, ich denke, das wird auch ein epischer Film sein. Der Soundtrack oder hat mich jetzt... Oder Ben-Hur zum Beispiel, oder der eine Spartakus, der war auch nicht schlecht. Ja, der war auch nicht schlecht. Also ich muss sagen, anhand des... War der mit Kirk Douglas? Ist das Kirk Douglas? Kirk Douglas, ja. Ja, den fand ich gut. Ich bin Spartakus. Ich muss sagen, der Soundtrack hat mich, ich hoffe, das war nur der Soundtrack zum Trailer, aber ich befürchte, der Film versucht so ein bisschen diesen im Westen nichts Neues Weg zu gehen mit einem modernen Soundtrack. Und dem Atelos-Soundtrack. Hoffentlich nuscheln die da nicht so doll. Ah, nee, vom Trailer her glaube ich, das war okay. Das wird doch nicht so. Ich weiß nicht, im Westen nichts Neues, das hat die ganze Atmosphäre kaputt gemacht, weil ich weiß nicht, ob die kein vernünftiges Mikro da hatten oder. Ja, tatsächlich war das ein bisschen schwierig. Oder haben sie Till Schweiger gecastet, dass er da den Voice Actor war? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich werde von diesem Film nicht mehr allzu viel erwarten, damit ich nicht enttäuscht bin. Aber, es wird ein weiteres Napoleon-Projekt geben, für die es nicht wissen. Und zwar eine Fernsehserie von HBO. Oh, das ist ein Garant für Qualität. Beruht auch auf dem unverfilmten Skript von Stanley Kubrick, wird 7 Teile haben, wird von Cary Joji Fukunagas geschrieben. Der hat so Sachen gemacht wie True Detective, Beast of No Nation. Oh. Da hat er die Drehbücher für geschrieben. Und produziert wird das Ganze von Steven Spielberg. Das könnte eine Sache werden, wo ich sage, okay, das könnte diesem Film ziemlich in den Arsch treten. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Von dem 2023-Film werde ich nicht mehr allzu viel erwarten, aber die Serie, ich glaube, wenn Steven Spielberg den gleichen Approach anlegt wie bei The Pacific oder bei Band of Brothers und versucht auch wirklich sich an diesem Skript zu orientieren, dann könnte das, glaube ich, wirklich eine ziemlich coole Sache werden. Da bin ich sehr, 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 sehr gespannt drauf. Und, ja. Noisy Mausism schreibt, irgendeine Biografie zu empfehlen, die von Adam Zanomsky habe ich sehr gemocht und auch dessen Buch über den Russlandfeldzug. Zamoyski. Jetzt passend kann ich dir mal empfehlen. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Biografie ist, aber es ist geschrieben wie eine. Der Rekrut. 1813 und davon gibt es noch eine Fortsetzung, Waterloo. Also aber der Rekrut ist ein Roman. Aber, ein Roman, aber es ist geschrieben wie eine Biografie. Aber ist geil. Ist tatsächlich ziemlich geil. Beschreibt nämlich die Schlacht von Leipzig. Und im zweiten Teil die Schlacht von Waterloo. Ja. Und super geil, der ist ja Franzose und wird ja eingezogen. Der versucht doch sogar noch, sich irgendwie kränklich aussehen zu lassen, indem er. Nee, er wollte sich kränklich darstellen, indem er diesen Rum trinkt. Nee, Essig. Essig und wird richtig pausbäckig und rot im Gesicht und die sagen, ah, eine gute Hautfarbe und ziehen ihn ein. Da musste ich so krass feiern. Das ist echt cool gemacht, das beschreibt nämlich richtig geiles Gefecht und wie gesagt, ich liebe das, wenn die Preußen angreifen, die, ich habe es richtig vorgestellt. Vaterland! Ich glaube, das müssen wir auch mal bei PW verfilmen. Was ich mal grundsätzlich fragen wollte, weil das in dem Buch so rüberkommt, die Russen gelten als sehr, sehr disziplinierte und gute Soldaten, die Preußen aber eher so als unorganisierter Heerhaufen quasi. Ja, es kommt wahrscheinlich hin, ja. Weil die Preußen haben ja dann relativ zügig danach ein Massenheer aufgestellt. Klar gab es, ja. Es gab ja auch diese Reform von Gneisenau und Scharnhorst, die haben schon viel gebracht. Aber ich sag mal, die russische Armee, was heißt diszipliniert, das waren halt stoische Bauernsoldaten, ne? Die haben sich ja halt totschießen lassen und. Naja, und wenn du dann natürlich noch die Spreu vom Weizen trennst, indem du die in Bajonettangriffe rennen lässt. Ja. Eine Sache noch, und zwar wegen der Biografie. Ja, ich kann noch eine empfehlen, und zwar von Johannes Wilms. Das ist eine deutsche Biografie. Die habe ich wirklich geliebt zu lesen. Es war sogar so, dass ich mal die mit auf Arbeit hatte damals im Rucksack und ich habe den Laden abgeschlossen und habe meinen Rucksack kurz abgelegt und mein Rucksack wurde geklaut und die Biografie war weg.
Und da war so viel Zeug drin, aber ich habe so krass drauf geschissen. Ich so, wo ist mein scheiß Napoleon-Buch? Bin den Flur runtergerannt, weil ich gerade an einer super spannenden Stelle war. Ich habe es mir gedacht, ich habe diesen Tag neu bestellt. Also die Biografie ist sehr cool. Es sind einige Fremdworte drin, die man halt tatsächlich nachschlagen musste. Also da waren super viele Sachen drin, die ich einfach nicht kannte als Worte. Und was ein bisschen blöd ist, manchmal viele Sachen oder einige Sachen sind auch im Französisch oder Zitat oder so. Die ergeben sich aus dem Sinne, aber wenn man die wirklich verstehen will, muss man sie einfach kurz in den Übersetzer eingeben, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Aber die Biografie von Adam Zamoyski und vor allen Dingen der Russlandfeldzug ist richtig krass gut. Aber Adam, es gibt auch eine super interessante Diskussion, die kann ich euch empfehlen. Es gibt eine Diskussion zwischen Adam Zamoyski und einem anderen Typen und die Diskussion ging darum, soll Napoleon der Große genannt werden? Und Adam Zamoyski ist ziemlich Napoleon-kritisch und der andere ist ziemlich Napoleon-pro. Ich suche die mal raus und tue sie in die Videobeschreibung. Die kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Die ist sehr unterhaltsam. Vor allem Adam Zamoyski. Und die beiden behaken sich halt auf eine lustige Art und Weise. Hat aber so ein bisschen was von der Debatte Erich Maria Remarque oder Ernst Jünger. Ja. Weißt du, wie ich meine? Weil Remarque ist ja unfreiwillig da und war auch nicht sehr lange an der Front tatsächlich. Mhm. Und Junge ist ja Kriegsfreiwilliger, der war ja unter anderem auch bei den Sturmtruppen. Und der hat ja gesagt, ja, das ist die wahre Pflicht des Mannes, so im Krieg kämpfen ist total geil. Ja. So, Paul Krüger schreibt doch mal kurz, dann würde ich sagen, dann gehen wir noch in den Abschlusstalk hier. Es gibt gute Hollywood-Historienfilme wie Master und Commander. Ja, der ist wirklich cool. Also an sich, na gut, da kann man das History Buffs Video gucken. Es beruht ja nicht wirklich auf einer wahren Begebenheit, aber es ist halt super geil und super historisch, so wie das auf dem Schiff abläuft, wie die Seegefechte aussehen, das ist sehr, sehr geil. Und er schreibt nochmal, bei den Romanen zu den napoleonischen Kriegen kann ich noch die Sharp, Hornblower und Aubrey Maturin Romane empfehlen. Aubrey Maturin sagt mir jetzt nichts. Aber klar, Hornblower und Sharp kennen wir auch. Don't spit down a musket ball. Don't do that. Und Hamika Barkas schreibt noch, naja, Gladiator ist schon nett, unterhaltungswert haben die Sachen, ja. Dunkirk hat mich total verrückt gemacht, war seitdem auch nicht mehr im Kino, war sehr enttäuscht. Ja, ich muss sagen, Dunkirk fand ich auch. Ich verstehe die Intention dahinter. Problem war halt, du musst es halt richtig aufpassen. Bei was? Was die Handlung angeht. Ich fand die Handlung auch eher dünn. Du hast bei Dunkirk? Ja, du hast diesen leeren Strand, wo ein paar Dudes stehen und warten auf ein Boot, das nie kommt. Und dann sitzen sie auf einmal in diesem angeschwemmten französischen Frachter. Und du hast so immer dieses Gefühl, so im Englischen sagt man hurry up and wait. Also beeil dich und warte dann. Und das hast du so auch dieses Gefühl, so in der ersten Szene, gleich wo es anfängt, da werden die ja quasi von den Deutschen gejagt. Und seine Kumpels werden auch alle abgeknallt wie die Hasen. Und er springt dann da über den Zaun und kommt dann irgendwie an diese französische Auffanglinie. Der wird dann gleich nach hinten durchgereicht an diesen Strand. So, du hast, wo ich mir dann denke, okay, scheinbar ist ja an der Stadtgrenze von Dünkirchen schon die Wehrmacht. Ja. Du hast nie das Gefühl, okay, da ist jetzt groß was, da kann jetzt groß was passieren, oh mein Gott, da können jeden Moment die Deutschen ankommen. Nein, so dann da an der französischen Auffanglinie, da ist richtig Action und danach stehen die mehr oder weniger am Strand und kraulen sich die Eier. Dann kommt einmal ein Luftangriff, wo ich mir dann denke, die hatten alles da. Die sind da mit Lastwagen, haben die da am Strand gestanden. Die hatten Artillerie, die hatten Flugabwehrgeschütze. Die hatten alles da. Es ist nicht so, dass die einfach gesessen haben und sich haben abschießen lassen wie die Hasen. Ja. Also ich finde generell bei Dunkirk die Darstellung super weird. Der Strand ist sehr leer. Ich meine, da gibt es diese Szene von Atonements heißt der Film. Und da siehst das du, ist nur eine Randszene, ne? Da siehst in du Dunkirk, da ist ein One-Shot über den ganzen Strand, da siehst du Soldatenchaos, das ist, so hat man sich das eher vorgestellt als einen leeren Strand, wo 100 Soldaten stehen in einer Warteschlange, um auf ein Boot zu gehen. Ja.
So. Wobei ich ihn ganz, wobei ich, ja, Credits dann, mehr Credits do. Die Dogfights, obwohl sehr, sehr lang gezogen, das Spitfire hat, meine ich, für 20 Sekunden Munition. Hm. Und auch nicht unendlich Sprit. Aber so vom Dings her fand ich's geil. Ja. Was ich mir nochmal wünschen würde, wäre mal ein richtig guter Film über Erich Hartmann. Über Erich Hartmann oder Hans-Joachim Marseille. Ja. Du bist, glaube ich, nicht der Einzige. Hans-Joachim Marseille, da gibt's einen richtig geilen Zweiteiler drüber von einem Typen, der heißt Animarchy. Mhm. Das ist so ein kleiner Weep, so ein kleiner Anarcho-Weep aus Australien. Aber diese Doku, die er darüber gemacht hat, über Hans-Joachim Marseille, das ist ein Zweiteiler. Es geht einmal über seine Jugend, bis er quasi nach Afrika kommt, und das andere ist halt seine Zeit in Afrika und bis nachher zu seinem Tod, wo er dann unbesiegt im Kampf fällt. Also ist ja durch einen mechanischen Defekt, ist er ja abgestürzt. Ja. Und dann hat ihm das Genick gebrochen. Oh. Und diesen Zweiteil kann ich jedem empfehlen, weil Hans-Joachim Marseille ist ein absoluter Verrücktmann gewesen. Ein absoluter Verrücktmann. Dieser Typ war bei Hitler eingeladen und hat einfach angefangen, Jazz zu spielen auf dem Klavier. Okay, das ist geil. Du musst dir Folgendes, ich weiß nicht, ob er sich da irgendwo einen Orden abholen sollte oder ob er da irgendwie eingeladen war. Auf jeden Fall, Hitler hat Spitz gekriegt, Marseille ist ausgebildeter Konzertpianist. Klassischer Konzertpianist. Könnten Sie Wagner spielen? Ja, und sollte halt die ganze Zeit Klassik spielen. Und Marseille hat gesagt, Mann, was für ein altbackener Scheiß. Und hat dann angefangen, Jazz zu schmettern. Und dann ist er ist dafür nicht belangt worden, weil er der beste Jagdflieger Afrikas ist. Aber Hitler sei wohl wutentbrannt aus dem Raum rausgestürzt. Ja. Und bei Erich Hartmann gibt es noch eine ähnliche Story. Ganz kurz, ja, Marcel war auch, lese ich gerade hier, auf jeden Fall sehr, sehr ein erkennbarer Gegner vom Führerkult und Rassenhass. Ja, und Erich Hartmann zum Beispiel, dem haben sie gesagt, wo er zu Jagdgeschwader 52 gegangen ist, zum Jagdgeschwader 52, wenn sie hier sind, um für den Nationalsozialismus zu kämpfen, dann sind sie hier falsch, dann gehen sie lieber zur Waffen-SS. Krass. Okay. Und Erich Bubi Hartmann, der beste Jagdflieger, also der mit den meisten Abschüssen, das beste deutsche Fliegerass, der hat aus Versehen Hitlers Mütze aufgesetzt. Okay. Wo er beschickert war, wo sie eingeladen waren. Mann. Ich sehe gerade, es gibt doch übrigens einen Film, ne? Der Stern von Afrika ist über. Ja, das mit Roberto Blanco als sein Diener. Ernsthaft? Ja, Roberto Blanco, guck nach. Alter, okay. Naja. Und dieser Bursche, den er da hatte, das war ein Südafrikaner. Ja. Und dieser Südafrikaner, wo die Deutschen Afrika geräumt haben, da haben sie den, der war ja die ganze Zeit mit Joachim Marseilles und seinen Jungs nach Marseilles Tod, ist er ja weiterhin bei den Deutschen geblieben. Und als dann die Briten näher kamen und es dann hieß, in Tunesien wird geräumt, da haben sie diesen Burschen von Marseille haben sie im Kriegsgefangenenlager mit allen Papieren abgegeben, damit er als normaler Kriegsgefangener geführt wird und nicht als Deserteur. Krass, okay. Aber als Kollaborateur. Ja. Also die haben sich richtig den Arsch aufgerissen. Ich sehe schon, wir müssen nochmal einen Free Talk machen. Es gibt wieder neue Themen. Allgemein über diese Fliegerasse Adolf Galland, der hat auch ein paar Dinge abgerissen. Und der Rudel. Haben wir noch was zu Napoleon? Fällt dir noch was ein? Wir müssen noch was zu Napoleon machen, dringend. Also das sowieso. Wie gesagt, ich wollte ja sowieso diese Reihe machen von Französischer Revolution über Napoleon. Das wird dann wahrscheinlich ein 20-Teiler. Aber ich muss ja auch sagen, ich habe sehr, sehr viele E-Mails und sehr, sehr viele Nachrichten bei Instagram bekommen zu unserer Reihe Der amerikanische Bürgerkrieg. Und sehr viele Leute haben wirklich gesagt, schade, dass es zu Ende ist und so. Sie hätten da noch irgendwie jahrelang zuhören können. Deswegen, ich glaube, das könnte auch so eine Reihe werden, die sehr interessant ist, besonders wenn man die das... Die wir nie zu Ende führen werden. Ja, doch, ich bin da wirklich sehr ambitioniert. Ich recherchiere schon gerade super viel, ich stelle Sachen zusammen. Ich würde es auch ein bisschen aufwendiger Karten machen. Haben. Genau, ich will es auch mit Karten machen, Karten, die ich selber sozusagen anfertige und die dann auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten sind und so. Ja, aber das wird ein bisschen Zeit brauchen, aber dann wird es, glaube ich, echt ziemlich cool werden.
Das wird ein schönes Brett. Ich werde schon mal die entsprechenden Biografien mir mal raussuchen. Oh Gott. Ja, ich mache dir eine Liste. Oh, 200 ja. Personen. Noch ein abschließendes Wort. Ich denke mal, wenn der Film rauskommt, werden wir sicherlich auch nochmal ein History Behind dazu machen. Vielleicht, wenn der Film gut ist, wenn er nicht, dann rede ich vielleicht nie wieder drüber. Aber es kommt noch ein History Behind zu einem sehr, sehr guten Film. Ja, genau. Ja genau. Kurze Vorbereitung. Morgen reden wir über den zweiten Golfkrieg, den ersten Irakkrieg oder Desert Storm und Desert Shield. Und Shield, dann Storm. Shield und dann Storm. Und nächste Woche Dienstag war jetzt, glaube ich, so geplant, wollten wir über Jarhead reden, passend zu unserem Talk am Freitag. Genau, das wird mega gut. Ich freue mich. Ich bin sehr gespannt. Ich muss den Film am Wochenende nochmal gucken. Ich habe den vor ewigen Zeiten zuletzt gesehen. Der ist mit Jamie Foxx, der muss gut sein. Ja, ich habe den Trailer nochmal extra geguckt, ne, weil ich ja das Intro geschnitten habe und war schon cool. Definitiv. Übrigens, es gibt diese eine Szene, die auch im Dings drin ist, die auch im Trailer drin ist, wo er Latrinen putzt. Mhm. Und das sind echte Fäkalien. Ah, okay. Das sind echte Fäkalien. Freut euch auf die Trivia zu dem Film. Weil die wollten halt, dass Jake Gyllenhaal, der Anthony Swofford spielt in dem Film, dass dieser Ausdruck von Ekel halt echt ist. Er rührt da in Hundescheiße rum. Boah. Okay. Mal so für die sich hier wirklich jeden Schrott angucken von uns, mal so ein bisschen Trivia vorweg. So, ja, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute von euch und wir sehen uns ja morgen schon wieder. Und wünschen euch noch einen schönen Tag und vive l'Empereur. Vive l'Empereur.